die Widerlegung der angeblichen Widersprüche im Koran. Ich wollte das Thema, wie ich schon gesagt habe, zunächst nennen, schwer zu verstehende Koranverse. Aber da man gleich sehen wird, inshallah, dass das meiste davon einfach nur Volksverdümmung ist, womit diese Menschen kommen und wollen den Menschen erzählen, dass das ein Widerspruch im Koran wäre, denke ich, dass ich das einfach nennen sollte, angebliche Widersprüche im Koran. Wie wir wissen, ist der Islam die wahre Religion des Allmächtigen Gottes. Allah sagt ganz eindeutig in Sura 61, sagt er, الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله. Der den Gesandten, das heißt Mohammed, mit der Rechtleitung und der wahren Religion gesandt hat. Das heißt, der Islam ist die wahre Religion. Der Islam ist auch keine neue Religion, sondern die Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Alle Propheten waren Muslime gewesen. Jesus war ein Muslim, ein Gottergebener. Abraham war ein Muslim. Ein Muslim heißt auf Arabisch Gottergebener. Aber die Botschaft von ihnen wurde entstellt. Allah sagt ganz deutlich in Sura 2, Vers 79, über das, was die vorherigen Schriften angeht, wie die Bibel beispielsweise, oder einige Bücher der Bibel. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dieses von Allah, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Und das Fundament des Islam ist was? Der Koran an erster Stelle. Das Wort Gottes, das Wort Allahs. Und natürlich hat der Satan am Anfang Gott geschworen, dass er alle Menschen in die Irre gehen lassen will. Und deswegen ist es nur logisch, dass wir sehen, wenn der Satan alle Menschen in die Irre gehen lassen will, dass er versuchen wird, Zweifel am Koran zu wecken. Zweifel am Koran zu wecken. Denn jemand, der auch nur einen einzigen Vers leugnet oder verneint oder daran zweifelt oder ablehnt, ist kein Muslim. Und wenn er auf diese Art stirbt, wird er in die Hölle gehen. Denn das ist die Botschaft, die, das ist nicht meine Worte, das ist, was Allah sagt. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. Die, die an unsere die unsere كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Die, die unsere ungläubig sind, unsere Zeichen, den Koran verleugnen, werden in die Hölle gehen, dort ewig brennen. Subhanallah. Und ich bitte, wenn jemand reden will, dann bitte rausgehen, weil das stört, weil wenn jemand etwas anderes zu tun hat, ja, wenn er etwas jünger ist und will reden, dann kann er auch draußen gehen. Wir hindern keinen daran zu reden, nur hier drin sind Leute, die sich interessieren und das stört auch denjenigen, der vorträgt. Ja? So. Dann sagt Allah auch und fordert die Menschen heraus. In Sura 4, Vers 82 sagte: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Haben sie den Koran nicht betrachtet? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wenn er von einem anderen als Allah wäre, der Koran, würden sie viele Widersprüche finden. Und das ist eine Herausforderung. Und wir sagen zu den Menschen, kommt uns mit den Widersprüchen, denn ein Widerspruch kann nicht von Gott sein. Ein Widerspruch kann nicht von Gott sein. Von Gott muss die perfekte Botschaft kommen. So, wir wissen jetzt, wer auch nur einen einzigen Vers vom Koran leugnet, ist ein Kafir. Ist ein Ungläubiger im islamischen Sinne verloren. Das ist die Wahrheit. So, jetzt, wie geht der Scheitan vor? Das werden wir nachher sehen. Und ihr werdet nachher sehen, wie hinterhältig diese Leute rangehen. Und ich will nur an eine Sache erinnern. Diese Menschen geben Milliarden von Dollar und Euro aus. Und leben ihr Leben dafür, um die Menschen in die Hölle zu bringen. Und denken, sie sind auf dem rechten Weg. Und was sagt Allah im Koran? Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Soll ich über die Irre gegangen sind reden, über diejenigen reden, denen ihre Taten verloren gegangen sind? Ja, das ist in Sura 18, subhanallah. Und das spricht für diese Leute an. Aber Allah hat sie in die Irre geführt, weil sie die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Deswegen gebe ich jedem den Tipp, der sich hiermit beschäftigt. Er soll die Wahrheit wissen wollen. Und für euch als Muslime soll dieser Vortrag ein Mittel sein, um einige Punkte zu wissen in der Dauer, wenn jemand mit einigen angeblichen Widersprüchen kommt. Und er soll euch eine Grundmethodik geben, wie man damit umgeht.
Wenn beispielsweise mal jemand mit einem Koranvers kommt und man weiß nicht sofort die Bedeutung, dann muss man nicht irgendetwas erzählen, sondern man sagt einfach, guck mal, ich weiß heute nicht, was die Antwort darauf ist, ich frage nach und gucke. Aber nicht dann versuchen zu diskutieren und rauszusuchen, sondern nur mit Wissen reden. Nur mit Wissen reden. Als allererstes, wenn wir sagen, Widersprüche im Koran oder Widersprüche allgemein, dann müssen wir erstmal definieren, was ist ein Widerspruch. Weil es heißt nicht, etwas ist ein Widerspruch, nur weil ich es falsch verstanden habe. Oder weil ich es nicht kapiere oder weil ich zu dumm dafür bin, es zu verstehen. Sondern ein Widerspruch ist etwas, was unmöglich miteinander zu vereinbaren ist. Wenn ich zum Beispiel sage, Karl-Heinz ist nett, Karl-Heinz ist arm und Karl-Heinz ist klein. Und Karl-Heinz ist dumm. Ist das ein Widerspruch? Nein, weil er kann gleichzeitig diese Eigenschaften besitzen. Aber wenn ich sage, Karl-Heinz lügt immer und sagt kein wahres Wort und ich sage, Karl-Heinz spricht immer die Wahrheit und lügt nie, das funktioniert nicht. Ist ein Widerspruch. Dementsprechend, ja, ist es zum Beispiel ein Widerspruch, wenn ich sage, Matthäus 27, Vers 4, Judas hat das Geld genommen, was er für den Vertrag von Jesus bekommen hat und es reut ihm im Herzen, steht in Matthäus 27, Vers 4, es reut ihm im Herzen, ah, warum habe ich das getan? Was heißt Reue? Ach, warum habe ich das getan? Warum habe ich ihn verraten? Und dann geht er in den Tempel und will das den Pharisäern, den Schriftgelehrten wiedergeben und sagen, was haben wir mit deinem Geld zu tun? Dein Geld wollen wir nicht, da ist Blut dran. Und dann nimmt er das Geld und schmeißt es in den Tempel und geht hin und erhängt sich. Erhängen heißt zum Tode, gestorben. Ja? Ist ja logisch. Aufhängen heißt, vielleicht ist er nochmal runtergekommen. Erhängen heißt gestorben. Angestochen heißt, vielleicht überlebt. Erstochen heißt tot. Und in anderer Stelle, Apostel 1, Vers 18 steht, er hat sich von dem Geld einen Acker gekauft, was er für den Verrat bekommen hat. Einen Acker gekauft. Und ist dann gestolpert und sein Leib passt auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. Erstmal, was ist jetzt die Erklärung dafür? Ja, er hat das Geld den Pharisäern gegeben und die haben dann nachher den Acker gekauft, weil in 27 Vers 4 steht, von dem Geld haben die dann einen Acker gekauft. Und dieser Kauf wird dann Judas zugeschrieben. Wir sagen, das ist verkehrt. Es ist niemals, dass du Geld nicht haben willst und schmeißt das Geld weg und dann sagt man nachher, ja, das ist dein Kauf. Nee. Wenn ich zum Beispiel sage zu meinem Freund, bitte geh mal in die Tankstelle rein und kauf mir einen Snickers, dann kann man sagen, ich habe das Snickers gekauft, auch wenn er das Geld übergeben hat. Aber ich kann nicht sagen, ey, ich will das Geld nicht mehr. Es reut mir und der kauft dann danach davon, ja, wir müssen sie mal an Hochdeutsch gewöhnen, kauft dann danach davon einen Acker und dann sagen wir, ja, das ist der Kauf von demjenigen, der das Geld weggeschmissen hat. Dann, einmal hat er sich erhangen und einmal ist angeblich das Seil gerissen. Also einmal hat er sich erhangen und dann sagen sie, ja, gestolpert, also das Seil ist gerissen, dann fiel er vorne über. Ach so, wo steht das? Bibel ist eine chronologische Geschichte. Ist nicht aufgebaut wie der Koran, wo verschiedene Teile von einer Geschichte in verschiedene Suren kommen. Und ist sowieso, das Wort bedeutet, beim Erhängen gestorben. Und übrigens, wenn das Seil reißt, das heißt nicht gestolpert. Ja? Das heißt, das Seil riss und dann kippt der vorne über. Ist gestorben. Ist ein deutlicher Widerspruch. Das Thema von heute ist auch nicht Widersprüche in der Bibel. Ich habe nur einige Beispiele gebracht, weil ich habe am Anfang vorgehabt, für jeden Widerspruch, den man im Koran nennt, drei Widersprüche aus der Bibel zu bringen, weil es gibt Tausende. Ja, nur, ich habe das nicht gemacht, weil erstmal die Zeit würde viel zu lange sein und weil, das nehmen immer wieder einige Leute ein bisschen böse. Ich gebe nur einen Widerspruch, weil ein Widerspruch reicht, um zu sagen, dass das Buch nicht von Gott ist. Ein Widerspruch reicht. Esra 2, Nehemia 7. Und ich sage jedem Christ, ja, wenn er sagt, ja, wir glauben daran, und er ist Hardcore-Christ, ja, das heißt die, wo der Oberhäuptling von denen irgendein islamisches Land bombardiert und dann kommen die Untertanen dann in der einen Hand das Essenspaket, in der anderen Hand die Bibel, ja. Das heißt, wenn er zu diesen Leuten gehört, ich sage nur eins, Esra 2, Nehemia 7, hier wird die Auswanderung der Israeliten von Bani Israel aus Babylonien geschildert. Alle Namen werden aufgezählt von den verschiedenen Stämmen mit der Anzahl der Leute von diesen Stämmen. Ja?
Und dann wird am Ende die Gesamtzahl der Leute, die ausgewandert sind, genannt. Die ist in Esra und in Nehemia 7, gleich, Esra 2, Nehemia 7. Und insgesamt, wenn man die Namen vergleicht, gibt es 18 Widersprüche. 18 unterschiedliche Zahlen. Dann sage ich zu dir, bitte beantworte mir das und dann ist gut. Wenn er sagt, ja, die Abschreiber haben Fehler gemacht, dann sagen wir, okay, dann hast du jetzt zugegeben, dass Fehler in die Bibel reingekommen sind. Woher willst du dann wissen, dass nicht der Kreuztod auch ein Fehler ist? Okay, das ist nur das. Das heißt, die Bibel wurde nicht geschützt. Gut, das nur dazu, deswegen darauf möchte ich heute nicht weiter eingehen. Das sind nur einige Punkte. So, wie gesagt, ein Widerspruch ist etwas, was unmöglich miteinander zu vereinbaren ist. Was unmöglich miteinander zu vereinbaren ist. Ist nicht irgendwie, ach ja, das ist ja, habe ich nicht kapiert. Und das wird man gleich bei vielen Stellen sehen. Ja? So, und es ist nicht etwas, was man sprachlich anders verstehen kann. Ja? So, und dann, meistens werden diese Fehler in verschiedene Gruppen eingeteilt. Naturwissenschaftliche Fehler, historische Fehler, Widerspruch zur Bibel, dann grammatikalische Fehler und innerer Widerspruch. Ja? Was die Historik angeht, wenn euch irgendjemand mit einem angeblichen historischen Fehler im Koran kommt, dann müsst ihr eins festhalten. Das sind, ich werde gleich einige Beispiele auch nennen, das sind immer Dinge, die sie eigentlich nicht wirklich beweisen können. Die sie nicht wirklich beweisen können. Ja, dass das historisch wirklich verkehrt ist. Was Naturwissenschaft angeht, so sind es Dinge, die man meistens anders verstehen kann. Aber ich erwähne nur einen Nicht-Muslim, der nachher auch so, wie ich gehört habe, den Islam angenommen hat. Er heißt Maurice Bouquet. Aus Frankreich, Dr. Maurice Bouquet, hat ein Buch geschrieben, Bibel, Koran im Lichte der Wissenschaft. Und dort sagt er, dass Koran im Gegensatz zur Bibel, dass es dort keinen einzigen Fehler gibt, was naturwissenschaftliche Fakten angeht und dass dies ein Wunder ist. Und das ist auch das, was ihn dann dazu geführt hat, dieses Buch zu schreiben und den Islam anzunehmen. Das ist das Zeugnis von einem Nicht-Muslim, der aufrichtig geguckt hat, ist das die Wahrheit oder nicht. Und hat ein Buch darüber geschrieben und wir haben Interviews davon. Natürlich, die Lügenbarone werden dann sagen, nein, das stimmt gar nicht. Wir haben das Buch, wir haben Interviews, wir haben alles. Ja? Und wir haben andere Leute, die über naturwissenschaftliche Ereignisse im Koran geschrieben haben, die Experten sind auf ihrem Gebiet. Zum Beispiel Dr. Keith Moore, der führende Embryologe in Toronto, in Kanada, hat gesagt, dass dort, das, was dort beschrieben steht über Embryologie, niemals zur damaligen Zeit vom Propheten Mohammed s.a.w. gewusst werden konnte. Diese Leute erzählen dann, ja, nee, das stimmt gar nicht. Dr. Keith Moore hat das gar nicht gesagt. Wir haben mit Dr. Keith Moore telefoniert. Der hat da gesagt, das stimmt nicht. MashaAllah. Wir haben die Videokassette, da steht Dr. Keith Moore und sagt so und so. Deswegen muss man sich fragen, was ist realistischer? Die persönliche Absprache, das persönliche Telefongespräch oder dann die Videoaufnahme von Dr. Keith Moore? Dann wird gesagt, ja, das mit den Embryologie, es war auch bei Aristoteles und die griechischen Philosophen, die hatten auch schon das Wissen. Erstmal, der Prophet Mohammed s.a.w. hatte kein Wissen von griechischen Philosophen. Punkt 1. Punkt 2, diese griechischen Philosophen haben sowohl Richtiges als auch Falsches gesagt. Warum hat Mohammed die Fehler nicht abgeschrieben, wenn er von denen abgeschrieben hätte? Das nur dazu. Das heißt, so geht man mit den naturwissenschaftlichen Sachen um. Wenn man irgendetwas findet, jemand kommt mit etwas Schwierigem, sag, okay, ich frage mal nach, wie das genau zu verstehen ist. Weil man wird auch nachher sehen, dass es immer ein Problem ist, wenn man die arabische Sprache nicht so richtig beherrscht. Und, dass bei immer, wenn jemand mit solchen angeblichen Widersprüchen kommt, dann der Satan kommt. Ja, guck mal, das ist doch... Und wenn man das dann nachher in aller Ruhe betrachtet mit jemandem, der wirklich Wissen davon hat, dass man dann so klar wird, dass das gar kein Widerspruch ist. Ja? So dann... Dann sagen sie historische Fehler. Wie gesagt, historisch sind meistens Punkte, die nicht wirklich historisch zu beweisen sind. Ich werde auch gleich auf einige Fehler, einige angebliche Fehler eingehen. Dann Widerspruch zur Bibel. Er sagt zum Beispiel, ja, warte mal, euer Koran, der widerspricht ja der Bibel, also ist der Koran falsch. MashaAllah, das nennt man Logik, nennt man das. Schüler A sagt, das Ergebnis der Mathematikaufgabe ist 100. Schüler B sagt, das Ergebnis der Mathematikaufgabe, derselben Aufgabe ist 50. Ja, dann ist Schüler B falsch, weil Schüler A hat Dings gesagt. Nee, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder Schüler A ist richtig und Schüler B ist falsch. Oder Schüler B ist richtig und Schüler A ist falsch. Oder alle beide sind falsch. Oder? Natürlich. Also totaler
Schwachsinn, ja? Und dann können es natürlich einige nicht verkraften, wenn man ihnen sagt, ja, dass der Koran sagt, dass die Bibel verfälscht ist. Dann sagt die, nee, hier, wir haben einen Koran gelesen, da steht doch drin, hier. Glaub es mir, wenn du mit Leuten von dieser Zunft diskutierst, sie kommen dir immer mit diesem Scheinargument. Im Koran steht doch drin, dass die Muslime an die Bibel glauben sollen. Und da kann er nicht verkraften, wenn du ihm dann sagst, okay, pass auf, der Koran ist herabgesandt worden zu bestimmten Ereignissen. Der Prophet hat erklärt, wie die Verse zu verstanden sind. Und du musst alle Verse zusammennehmen. Und die Verse, die sagen, wir müssen an die Bibel glauben, beziehungsweise nicht Bibel, sondern Tora, Evangelium, Psalter, sagt, dass du an das Original glauben musst. Sagt er, ja, aber es steht doch im Koran, dass die Juden und die Christen daran glauben sollen, was ihnen herabgesandt worden ist. Ja, genau. An das, was noch original ist von der Botschaft. Aber zur selben Zeit sagt Allah, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ مُسَدِّكَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْمِ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. Wir haben zu dir das Buch herabgesandt, den Koran, um das, was vor dir von der Schrift herabgekommen ist, zu bestätigen und als Wächter darüber. Was heißt Wächter? Um zu sagen, was ist davon richtig und falsch. Deswegen sagen wir ja. Der Koran bestätigt das, was davon richtig ist. Und Juden und Christen ist vorgeschrieben, an das zu glauben, was davon richtig ist. Die moralischen Werte und so weiter. Aber zur selben Zeit sagt der Koran ganz klar, dass der Koran ein Wächter darüber ist. Und die Sahaba, die vom Propheten den Koran beigebracht bekommen haben, sagen, das bedeutet, ja, die Dinge, die falsch davon sind. Und in Sure 2, Vers 75 sagt Allah, أَفَتَأْمَعُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوبُهُمْ يَعْلَمُونَ. Glaubt ihr, dass sie euch glauben, wo ein Teil von ihnen das Wort gehört hat, dann verdreht hat, obwohl sie es wissen? Und Sure 2, Vers 79, wehe denjenigen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, das ist von Allah. So, jetzt. Aber ich habe darüber eine Kassette gemacht. Das heißt, glauben Muslime an die Bibel. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Das heißt, der Koran sagt ganz deutlich, dass die Bibel verfälscht ist. Hadithe, ganz deutlich, die Aussprüche des Propheten. Und moderne Bibelkritik sagt es ganz deutlich. Und die Bibel selber sagt es ganz deutlich. Und wir finden so viele Widersprüche. Aber okay, du wirst sehen, wenn du mit ihm darüber redest, das wird er nicht akzeptieren wollen. Und dann weißt du direkt, das ist jemand, der die Wahrheit nicht will. Da kannst du nur noch für ihn beten. Weil wer das nicht versteht, dem kannst du nicht helfen. Dann, der vierte Punkt sind angebliche grammatikalische Widersprüche. Das ist so ein Sprachfehler. Dann kommt man mit ungefähr 20 angeblich grammatikalischen Fehlern. Ja? Dann kommt dann der koptische Priester aus Ägypten. Hey, Seyyid, ja Ragul, kawaii sind harda. Entahamel, ja Ragul. Weißt du, der kaum Arabisch richtig kann, der nur diesen Dialekt spricht. So wie Megakölsch, pass auf, Junge, ja, da bin ich da durch die Straße gezogen, he. Da kam der Karneval, Zoche, Funke Marieche, Himmel, Erde und Blut, was? Ja? Der so die arabische Sprache beherrscht und der sagt dann, hey, wir haben im Koran grammatikalische Fehler gefunden. Wir sagen, kein Problem. Wie viele hast du gefunden? Ja, viele, unendlich viele. Wie viele genau? Sagt er, ja, 20. 20? Okay, kein Problem. Ich beantworte dir jetzt ich widerlege nun alle angeblichen grammatikalischen Fehler auf einmal. Gut? Wie will das denn gehen? Ja, ganz einfach. Erstens, der Masdar, die Quelle für die arabische Sprache, ist der Koran. Der Koran ist der Maßstab für die arabische Sprache und nicht andersherum. Nicht andersherum. Die NPD kann nicht kommen, hey, das, was die Bundesregierung macht oder das, was im Grundgesetz steht, ist gegen die Verfassung. Ja, und das, was wir machen, ist für die Verfassung. Die Verfassung ist der Maßstab dafür, ob die NPD nach Verfassung verfassungsfeindlich ist oder nicht. Und nicht andersherum. Ja, habt ihr das verstanden? Ist totaler Quatsch. Punkt 1. Punkt 2. Es ist allen bekannt, sowohl Historikern als auch jedem Menschen, der nur eine Gehirnzelle im Gehirn hat, dass diejenigen, die die alte arabische Sprache am besten beherrscht haben, wer war? Die Menschen, die zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gelebt haben. Und der Koran fordert diese Menschen heraus, mit einem gleichen Koran zu kommen. Und diese Menschen haben den Koran gehört und haben Islam angenommen, teilweise. So. Hätte auch nur ein einziger grammatikalischer Fehler darin gewesen,
Haben gesagt, was ist das? Allah macht grammatikalische Fehler, Uzubillah. Machen wir noch nicht mal. Das heißt, hätten den Koran komplett abgelehnt und es wären sicherlich nicht in Hajjatul Wada 126.000 Menschen mit dem Propheten zusammen gewesen, hätten gesagt, Labbaik Allahumma Labbaik, und hätten die Hajj zusammen mit ihm gemacht. Ganz einfach. Und der Koran war nie ein Buch wie in der Kirche, die Bibel, die eine Zeit lang versteckt wurde, nur für einige Institutionen, wo dann erst später erlaubt wurde, das Buch zu übersetzen, ja, damit auch die Leute wissen, was wirklich da drin steht, wie Martin Luther damit angefangen hat. Sondern der Koran war immer ein Buch, was unter den Menschen war. Und was gelesen wurde. Und wonach gehandelt wurde. Und was ein Gesetzbuch gewesen ist. So. Dann der fünfte Punkt sind innere Widersprüche. Hier gibt es einige Punkte, die angesprochen werden. Aber im Prinzip, hauptsächlich geht es um drei Arten von inneren Widersprüchen. Einmal, alles, was mit Jenseitsvorstellungen zu tun hat. Und damit ihr einen Manhaj habt, eine Methodik habt, wenn euch einer damit kommt, sage ich euch direkt. Alles, wo der mit Jenseits kommt. Sie reden nicht. Und einmal Feuer und einmal dies und einmal essen sie dies und einmal essen das. Ein Manhaj. Ihr müsst immer sagen, das Jenseits ist für Ewigkeit. Das heißt, ein langer Zeitpunkt. Und die Stationen im Jenseits, es gibt verschiedene Stationen. Grab, im Grab fängt das Jenseits an. Auferweckung. Zusammenkommen, Haschar, dann die Waage, die Brücke, die Hölle, die Strafe im Grab, verschiedene Stufen in der Hölle, verschiedene Stufen im Paradies, verschiedene Menschengruppen, wo teilweise je nach Gerechtigkeit von Allah und je nach Huld und Barmherzigkeit von Allah die Menschen anders behandelt werden. Punkt. Wenn du diesen Punkt im Kopf hast, diese Regel, kannst du alle Punkte, womit jemand kommt und sagt, das ist ein Widerspruch, kannst du alle widerlegen. Und es ist logisch. Es ist logisch. Dann der nächste Punkt ist, was mit Qadr zu tun hat. Qadr wird oft als die Vorherbestimmung von Gott bezeichnet. Ist aber mehr als dies. Und ist eine Sache, die über unserer Vorstellungskraft liegt. Ali radiallahu anhu sagt, Al-Qadru, Al-Qadr, Sirullah. Der Qadr ist ein Geheimnis von Allah, فَلَا تَكْشِفُ. Also werdet ihr das Geheimnis nicht lüften. Ja, aber wir sind dazu verpflichtet, daran zu glauben, dass alles, was passiert, erstens von Allah gewusst wurde. Zweitens von Allah in Lawh al-Mahfuz geschrieben wurde. Drittens, dass es nicht aus dem Rahmen des Wollens von Allah, und Allah hat zwei Arten von Willen. Irada kauniya wa irada shar'iya. Das heißt, irada kauniya heißt, es geschieht etwas, zum Beispiel, jemand verunglückt oder jemand macht ein Verbrechen. Jemand macht Zina, jemand schläft mit einer Frau unehelich. Wir sagen nicht, das geht aus dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala raus. Aus dem Willen kaunia. Aber sein Willen shar'iya, das was er liebt, ist, dass jemand das nicht macht. Aber du kannst nicht sagen, Allah wollte nicht, dass das passiert. Warum wollte Allah vielleicht, dass was passiert? Vielleicht, dass dieser Mensch später diese Sünde bereut. Und ein Attribut von Gott sich manifestiert, das Attribut der Vergebung. Und am jüngsten Tag wird die Gerechtigkeit walten. Und für die Sünden, die jemand anders angetan hat, da wird Gerechtigkeit geschehen. Dies sind die Punkte. Weil viele Leute sagen zum Beispiel, das ist ein Grund, warum viele das Christentum verneint haben. Ja? Die sagen, ja, wieso passieren all die Ungerechtigkeiten auf der Welt? Ja, wie kann das passieren? Gott ist doch gerecht. Wir sagen, stimmt, Gott ist gerecht. Aber der Ort der Gerechtigkeit ist das Jenseits. فَالْيَوْمَ لَتُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَى مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Heute wird euch kein Unrecht geschehen und ihr werdet nur nach dem bewertet, was ihr getan habt. Heute, das heißt der jüngste Tag an dieser Stelle. Zum Beispiel, wenn du jemanden vom Christ fragst, hör mal, ist Gott allmächtig? Sagt er, ja. Und ist Gott gut? Sagt er auch, ja. Wir sagen auch, Gott ist allmächtig und Gott ist gut. Ist Gott allwissend? Ja. Und, obwohl ich habe wo ich vor 2 Jahren ungefähr hier gewesen bin, war ein christlicher Missionar hier gewesen, der hat gesagt, Gott ist nicht allwissend. Ne? Da war doch einer, du warst doch dabei gewesen, ne, Bruder. Der hat dann einen Slalom gefahren. Okay, kein Problem, das ist seine Aussage. Ja, dann sagen wir, okay, gibt es auf der Welt Böses?
Ja. Hat Gott das gewollt? Nein. Nein? Gott ist allmächtig, oder? Das heißt, er kann es verändern, oder nicht? Wusste er, dass das geschieht? Er ist so allwissend, ja. Aber er hat das nicht gewollt. Wer hat das denn gewollt? Der Satan hat es gewollt. Der Satan hat es gewollt. Wer hat es erschafft? Wer hat es erschaffen? Ja, der Satan. Der Satan. Habt ihr jetzt zwei Schöpfer? Subhanallah, der Satan hat was gewollt, Gott hat es nicht gewollt, aber das, was der Satan wollte, ist eingetroffen. Mashallah, wir haben keine Trinität mehr. Wir haben jetzt Vater, Sohn, Heiliger Geist, Satan. Wir haben jetzt ein Viereck. Subhanallah. Dann nächster Punkt, da gab es nach dem 11. September, ja, nach dem 11. September, als das passiert ist, 11. September, als das passiert ist, hat man einen jüdischen Rabbiner an einen christlichen Geistlichen geholt. Und da hat man ihn gefragt, der christliche Geistliche, hat Gott das gewollt? Nein, 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 Gott hat das nicht gemacht und Gott war das nicht und so. Haben die gesagt, ja, okay, wie konnte das dann passieren? Ich meine, die Zeugen Jehovas kommen wir gleich, die haben noch eine andere Ausrede dazu. Jedenfalls, die sind noch besser. hat er gesagt, ja, nee, Gott hat das nicht gewollt. Das heißt, er hat zwei Schöpfer. Dann haben die anderen gefragt, den Rabbiner, hat er gesagt, doch, Gott hat das gewollt. Und sie hat keine zwei Schöpfer. Und wir müssen böse sein mit Gott, wir müssen wütend auf ihn sein. So, was hätte der Muslim gesagt? Wir sagen ja. Wir sagen, es kann nichts geschehen, außerhalb dem Willen von Gott. Denn wenn Gott es nicht gewollt hätte, hätte er es verhindert. Er ist allmächtig, allwissend. Aber das, was geschieht, es heißt nicht unbedingt, dass das, was geschieht, dass er das liebt. Er lässt Unrecht zu und er kann die Menschen am jüngsten Tag entschädigen. Das ist seine Gerechtigkeit. Er bestraft aus Gerechtigkeit und er belohnt aus Barmherzigkeit. Das ist die Erklärung dafür. Und wenn du sagst, ja, der andere hat erschaffen und so weiter, dann hast du ein Problem. Aber zur selben Zeit hat Gott uns auf einer bestimmten Ebene eine freie Entscheidung gegeben. Eine freie Entscheidung. Ja, wie geht das? Allahu alam. Das hat Allah gemacht. Deswegen ist derjenige, der die schlechte Tat macht, für sich verantwortlich und das, was er getan hat, wird nicht Gott zugeschrieben. Aber Gott ist der Schöpfer von den Dingen und es passiert nur in seinem Rahmen. So, wenn man dieses Konzept nicht versteht oder nie davon gehört hat, kann es sein, dass man einige Dinge, und da werden wir gleich inshallah drauf kommen, falsch versteht. Aber dann sagen wir zu ihm, guck mal, du redest jetzt, das ist ein Fehler und das ist ein Fehler, aber das, worüber du redest, ist Qadr. Du weißt gar nicht, was Qadr bedeutet. Und wie gesagt, es wird oft als Vorherbestimmung genannt, aber ich würde sagen, wir sagen einfach Qadr und nehmen diese Definition. Gott hat alles gewusst, hat dies aufgeschrieben, alles geschieht nur in dem Rahmen seines Willens und im Rahmen seiner Schöpfung, aber er hat dem Menschen in einem gewissen Maße eine freie Entscheidung gegeben. In den Taten, die ihn verantwortlich machen bei Allah. Einige Sachen hat er dir keine freie Entscheidung gegeben, sind absolut vorherbestimmt. Zum Beispiel fällst du hin, wirst du blond, blauäugig oder schwarz, schwarze Augen. Ja, diese Sachen hast du keine freie Entscheidung. Wo wirst du geboren? Oder hat jemand hier entschieden, wo er geboren wird? Ich glaube nicht. So, dann der nächste Punkt ist mit Geschichten. Mit Geschichten vom Propheten, das werden wir gleich nochmal richtig illustrieren. Sie kommen hier mit Geschichten vom Propheten und sagen, guck mal, hier hat er das gesagt, da hat er das gesagt, hier hat er das gesagt. Man muss erstmal verstehen, der Koran ist kein Buch, was anfängt mit einem Vorwort, dann kommt der Hauptteil, am Ende kommt die Zusammenfassung. Nein, Koran ist ein Buch, wo verschiedene Verse zu verschiedenen Anlässen herabgesandt wurden. Und von der Weisheit Allah ist es, dass er einige Prophetengeschichten erzählt. Warum? Nicht damit wir das Geburtsdatum von denen wissen. Oder wissen, von wem er oder seinen Abstammungsbaum kennt. Ja, wie zum Beispiel in der Bibel, Matthäus und Lukas Evangelium, der Stammbaum von Jesus über Maria, ding, 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 und der Stammbaum von Jesus über Josef. Oder war es beides über Josef? Aber ist ja auch ein Widerspruch, ne? Weil Josef ist ja sowieso nicht der Vater von Jesus. Ne? Also warum überhaupt der Stammbaum? Naja, okay. Wie gesagt, sondern es werden Informationen gegeben, von denen wir profitieren und einige Dinge lernen.
Und es kann sein, dass eine Geschichte, etwas von dieser Geschichte von einem bestimmten Propheten, von Nuh a.s., in einer bestimmten Sura erzählt wird und ein anderer Teil in einer anderen Sura. Und das sind bestimmte Begebenheiten. Und ich werde das nachher nochmal illustrieren. So. Dann, wenn jemand behauptet, der Koran habe Widersprüche, dann muss er den Koran natürlich messen nach dem Maßstab des Korans. Und nach der Erklärungsmethode des Korans. Und da gibt es verschiedene Regeln zu beachten. Wir müssen, wie gesagt, beachten, dass die Verse zu einem bestimmten Ereignis herabgesandt wurden. Es wurde etwas gefragt, der Prophet gibt eine Antwort. Ja, weil hier kommen auch viele Dinge, die Leute sagen, ist doch ein Widerspruch. Einmal sagt er, seid lieb zu den Christen, einmal sagt er, bekämpft die. Ja, es geht um verschiedene Situationen. Als erstes, wir müssen betrachten, Asbabun Nuzul. Warum ist etwas herabgesandt worden? Denn, wie gesagt, der Koran ist auf diese Art und Weise herabgesandt worden. Immer zu bestimmten Ereignissen kamen bestimmte Verse herunter. Weil hier kommen viele sagen, ja hey, guck mal, Koran, da ist doch voll der Widerspruch. Ne? Einmal sagt er, man soll lieb und nett sein. Ne? Einmal wird vom Krieg offenbart. Ja, schlaue Fuchse. Du musst erstmal das Konzept des Korans überhaupt verstehen, wie er herabgesandt worden ist. Denn ist es zum Beispiel ein Widerspruch, wenn der Polizeichef sagt zum Polizisten, hallo Polizist, oder Wachmeister, oder was weiß ich, ja, stürmt das Haus! Stürmt das Haus und nehmt ihn fest, ihr habt einen Haftbefehl. Er sagt das über Funk durch. Und an anderer Stelle sagt er, ja, geht harmlos mit denen um. Es sind verschiedene Situationen. Das eine Mal hat er vielleicht mit irgendeiner Frau zu tun, die hingefallen ist, hat zu hohe Schuhe angehabt, ist der Absatz abgebrochen und der Polizist hilft. Das andere Mal hat das mit einem Kriminellen zu tun. Woher kommen die Kriminellen in Deutschland? Die kommen natürlich alle aus den islamischen Ländern. Haben wir jetzt gelernt, Herr Koch? Dass die Kriminellen hier, die Türken sind es schuld, oder? Die Araber sind es schuld. Allahu Akbar. Die Bösen. Ist nur ironisch gemeint, nicht, dass jemand gleich auf den Schluss kommt. Hey, was redest du über die Türke? Was redest du über die Araber? Was hast du gegen uns? Jedenfalls, ja. Zum Beispiel, und zum Beispiel im Krieg sagt vielleicht der General zu seinem Heer, tötet alle Vietnamesen. In diesem Zusammenhang, die stehen vielleicht auf dem Schlachtfeld und er gibt diese Anweisung. Und so gibt es viele Dinge im Koran, vor allem in Surah Tauba, wo es gerade um einen Krieg geht und Allah motiviert die Mujahidun zum Krieg. Aber das heißt nicht, dass irgendjemand hingeht, da ist ein Haus und dann geht er zu Tante Emma und schlachtet Tante Emma ab. A'udhu billah. Ja, das sind verschiedene Situationen und hat nichts mit Widerspruch zu tun. Und übrigens, diese Asbabun Nuzul, die geben sehr viel wieder über das Verständnis des Korans. Ja? Und das ist eine große Hilfe beim Verständnis des Korans. Und das hat man zum Beispiel in der Bibel nicht. In der Bibel beispielsweise, jeder erzählt seinen eigenen Kram, ja, seinen eigenen Senf. Der eine erzählt, wir haben das so zu verstehen, der andere sagt, wir haben das so zu verstehen. Beispielsweise Zeugen Jehovas. Ach ja, wollte ich ja eben erzählen, was die Zeugen Jehovas für ein Konzept haben von Kader. Soll ich euch das noch erzählen? Die Zeugen Jehovas, die haben es anders. Die sagen, ja, der Satan ist der Herrscher der Welt. Gott hat seine Herrschaft an den Satan abgegeben. Und deswegen passieren die ganzen schlechten Sachen. Sag mal, hey, Moment. Das heißt, ihr müsst eigentlich den Satan anbeten, oder? Nein, ist anders zu verstehen. Sondern Gott hat das abgegeben, damit wir Menschen sehen, was passiert, wenn wir jemand anderen als unseren Herrscher nehmen, außer Gott. Und dann hat er gezeigt, damit wir Menschen diese Erfahrung machen, was passiert, wenn wir jemand anderen nehmen. Aha, wir sagen auch, dass es eine Weisheit ist von Gott, warum er schlechte Dinge zulässt, Dinge, die uns schlecht erscheinen. Gäbe es keinen Satan, gäbe es auch keinen, der den Satan bekämpft. Gäbe es keine Krankheit, gäbe es auch keine, die nach einem Heilmittel suchen. Ja? Aber zu sagen, der Satan ist der Herrscher der Welt, ist Schirk, Kuffer, ist Unglaube, ist Gott niedrig machen. Und jetzt sagen wir, okay, ist Gott allmächtig? Ja. Ist Gott allwissend? Ja. Also hat Gott gewusst, was den Menschen passieren wird, wenn der Satan herrscht? Ja. Könnte Gott das verhindern? Ja. Okay, warum hat das nicht verhindert? Weisheit.
Also hat es Gott doch gewollt. Dann hat Gott es doch gewollt. Dann hat Gott es doch gewollt, dass was Schlechtes passiert. Ansonsten, er weiß, dass das passieren wird mit dem Satan. Und er hat gewollt, dass der Satan regiert und dass diese schlechten Dinge geschehen. Also was soll der Slalom? Subhanallah. Aber ihr habt schon Schirk gemacht, Kuffer, Götter beigesellt, indem ihr sagt, der Satan ist der Herrscher der Welt. Aber bei uns Muslimen gibt es nur einen Herrscher der Welt. Und das ist Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! So sieht's aus. So, dann der nächste Punkt ist, Dinge von Am und Khas, das heißt mehrdeutig und eindeutig, beziehungsweise allgemein und spezifisch. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Vers im Koran, der etwas Allgemeines sagt, und einen anderen Vers oder Hadith, der die Regel spezifiziert. Ich gebe euch ein Beispiel. Allah sagt im Koran, Hurrimat alaikum al-maitatu wa dammu wa lahmul khinzir. Verboten ist euch was? Das Blut, das Tote und das Fleisch vom Schwein. Jetzt ist für uns aber erlaubt, Totes aus dem Meer zu essen. Und es ist uns erlaubt, Grillen zu essen, die tot sind. Und es ist uns erlaubt, Milz zu essen und Leber zu essen. Ist das ein Widerspruch? Nein. Offensichtlich erstmal ja. Aber dieser Vers ist allgemein. Das Tote, das was Blut ist und das Fleisch vom Schwein. Jetzt kommt aber ein Hadith vom Propheten, wo er sagt, Uhillat lana maitatani wa damman. Erlaubt in uns zwei Tote und zwei Arten von Blut. Fa'ammal maitatan faljarat wal hut. Was das Tote angeht, so ist es die Rille und der Fisch, und beziehungsweise alles, was aus dem Meer kommt. Und was das Blut angeht, so ist es Milz und Leber. Tuhal. Das heißt, das eine spezifiziert das andere und ist eine, sozusagen eine Ausnahme. Allah sagt auch in einem anderen Vers, sagt er, Innal insana lafi khusr. Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Ist das jetzt ein Widerspruch zu, einige Menschen gehen ins Paradies? Nein. Sondern Allah spezifiziert, außer diejenigen, die glauben und gute Werke tun und so weiter. Und diese Spezifizierung, diese spezifischen Verse müssen nicht unbedingt sein, außer, sondern kommen aus dem Verständnis heraus. Ich gebe ein anderes Beispiel von einer allgemeinen Aussage, von einer speziellen Aussage. Da sagt Allah, sagt im Koran, und aus den Früchten der Palmen und der Rebstöcke, woraus ihr euch Rauschgetränk und schöne Versorgung macht. Aus den Rebstöcken und Früchten der Palmen, woraus ihr euch Rauschgetränke und schöne Versorgung macht. Sagt jemand, ja hier, steht, wir können Alkohol trinken. Dann sagen wir, warte mal, wo steht hier, dass Alkohol erlaubt ist? Allah berichtet hier nur von einer Tatsache. Die Tatsache ist, dass aus diesen Rebstöcken und so weiter Alkohol gemacht wird, aber er sagt nicht, dass es erlaubt. Aber an anderer Stelle sagt er ganz eindeutig, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْزٌ مِنْ الْعَمَلِ الشَّيْطَانِ. Dass also der Alkohol und Glücksspiel und Opferstein und Losfeile ein Risch sind, Unreinheit sind von den Taten des Satans, فَجْتَنِبُوا. So bleibt davon. Macht einen weiten Umgang darum. Und das ist noch mehr als Haram nur. Um weiten Weg drumherum machen. Das heißt ganz klar verboten. Das heißt, dieser Vers sagt weder, dass Alkohol erlaubt ist, noch dass Alkohol verboten ist. Aber der andere Vers sagt, dass Alkohol verboten ist. Ist das verstanden? Ja. Ist das verstanden, ja? Das heißt, das ist eine allgemeine Aussage, die darüber redet, was der Mensch macht. Deswegen muss man immer präzise sein, wenn man einen Koranvers hört. Nicht nur einfach irgendwie, ja, okay, ich habe den gerade gelesen. Und dann, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Ja. Dann der nächste Punkt, den es gibt, ist Nasikh wa Mansuch. Das heißt, abrogierend und abrogiert. Das heißt, außer Kraft gesetzt. Es gibt zum Beispiel Gesetze, die von Gott am Anfang gegeben wurden und nachher außer Kraft gesetzt worden sind. Und die Sunna sagt dir, die Sunna ist die Ausspruchspropheten und das, was die Sahaba auch verstanden haben, sagt dir, das ist abrogiert. Das war am Anfang, am Ende nicht mehr. Das heißt, du kannst nicht direkt sagen, das ist ein Widerspruch,
wenn wir sagen, diese Sache ist abrogiert. Du kannst höchstens sagen, was heißt abrogiert? Weil viele Leute kommen dann mit der ganz schlauen Schlussfolgerung und sagen, hey, das ist ja auch ein Widerspruch, ne? Gott ist allwissend und er macht zuerst ein Gesetz und dann merkt er nachher, dass das Gesetz nicht funktioniert. Ihr versteht ja, was ich sage, ne? Ich mache so ein bisschen hier den Dummbatz von der Kneipe nach, ja? Und dann auf einmal merkt er, dass das Gesetz nicht reicht und dann macht er ein neues Gesetz. Wir haben nicht gesagt, dass Gott nicht von vornherein wusste, welches Gesetz passend ist. Das ist deine Interpretation. Moment. Wir sagen, Gott wusste schon immer, was er legislieren wird. Und diese Dinge von Nasikh und Mansuch, von abrogiert und abrogierend, haben einen tiefgründigen Sinn. Welchen? Frag lieber erstmal, bevor du redest. Frag doch mal. Welchen Sinn? Erstens, Probe für die Menschen. Bist du bereit, dem was, und ich nenne nur einige, ich bin kein Gelehrter. Wenn ihr einen großen Gelehrten hier sitzen hättet, der könnte euch noch mehr bringen. Ich gebe euch einige Beispiele. Probe, um die Menschen auf die Probe zu stellen. Sind sie bereit, sofort der neuen Offenbarung zu folgen, dem neuen Gesetz? Probe. Ich gebe euch ein sehr gutes Beispiel. Wir haben am Anfang, hat der Prophet sallam, hier Richtung Jerusalem gebetet, Richtung Quds. Dann kam die Offenbarung im Koran, hat gesagt, wendet eure Gesichter heute zur Kaaba. Und dann sagt Allah, um auf die Probe zu stellen, sinngemäß, ja, diejenigen, die dir folgen und die dir nicht folgen. Weil einige haben gesagt, ja, wieso zuerst dahin, dann dahin, guck, Probe. Zweite Sache, Erleichterung. Dinge wurden zum Beispiel leichter gemacht. Dann dritte Sache, um stufenweise an das Gesetz heranzuführen. Zum Beispiel Alkohol, am Anfang wurde gesagt, im Alkohol liegt Gutes und Schlechtes. Dann wurde verboten, später wurde dann verboten, dass man Alkohol trinkt, wenn man zum Gebet geht. Und dann wurde es ganz verboten. Stufenweise wurde es verboten. Stufenweise Heranführung. Und Allah ist weise, weiß, worum er das tut. Und das ist auch für uns etwas in der Dauer. Dass wir sehen, wie wir mit den Menschen umgehen. Dass wir stufenweise sie an die Sache heranführen. Allerdings, was Haram angeht, müssen wir natürlich sofort mit den Menschen Klartext reden. Aber in anderen Dingen. Stufenweise heranführen. Jemand, der nicht betet, du sagst ihm nicht, hey, du musst dir einen Bart wachsen lassen. Der ist noch nicht mal bereit, zu beten. Ja? Ja, oder jemand, der isst noch Schweinefleisch und da fängst du mit dem an, ja, warte mal, so und so und so, dein Beruf, ja, bei der so und so und dies und das. Da wird das sowieso nicht mehr aufgeben. Fang erst mit den Sachen an. Ja, weil wenn er nicht, richtig? Weil wenn er nicht angefangen hat zu beten, nützt ihm sowieso nichts. Viele Leute erzählen den Frauen, ihr müsst Kopftuch tragen und die haben denen aber nicht erzählt, dass sie beten müssen. Was ist schlimmer, nicht zu beten oder kein Kopftuch zu tragen? Nicht zu beten ist viel schlimmer. Subhanallah. Dann, nächste Sache, dass derjenige, der über den Koran redet, sich erstmal richtig mit dem Koran beschäftigt. Es gibt zum Beispiel einige Schlauberger, die sagen, ja, wir müssen uns gar nicht zur Qibla wenden. Im Koran sagt Allah, und Allahs ist der ferne Westen und der ferne Osten, egal wo ihr euch hindreht, da ist das Angesicht Allahs. Aha, steht hier, du kannst hinbeten, wo du willst. Nein, hier steht, egal wo du dich hinwendest, ist das Angesicht Allahs. Aber in einem anderen Vers sagt Allah ganz deutlich, wendet euch zur heiligen Moschee, zur Masjid al-Haram, sinngemäß. Ja? So, dann, der nächste Punkt ist, also deswegen kann nicht jeder über den Islam einfach so reden. Ja? Der hat eine Sure gelesen, dann sagt er, ja, ich habe das Urteil, dass er sich richtig beschäftigen muss. Genau mit den Prophetengeschichten. Das animiert dich dazu, ist eine Weisheit, dass du überall liest und den ganzen Koran liest. Nicht nur einen Teil von der Geschichte liest. Dann, aber leider lesen die meisten, bei den meisten Muslimen ist der Koran nur noch für Hochzeit und Beerdigung da. Bei der Beerdigung wird dann Suratul Yasin gelesen, obwohl das nicht von der Sunna ist. Und bei der Hochzeit wird dann Al-Fatiha gelesen, ja. Obwohl das auch gar nichts mit der Hochzeit direkt zu tun hat, ja. So, dann die nächste Sache ist, dass dadurch die Heuchler überführt werden. Punkt. So, dann nächster Punkt. Nächster Punkt ist, vierter Punkt, dass dies, wenn man Widersprüche im Koran finden will, muss man immer wissen, dass die Sunna die Verse im Koran spezifiziert und auch sagen kann, was diese Verse zu bedeuten haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Beispiel. Und das wird auch, die Sunna wird auch wiedergegeben durch die Sahaba und die Tabi'in. Die Sahaba, die vom Prophet Sassam, die Gefährten, die vom Propheten Sassam direkt gelernt haben. Und die Tabi'in, die von den Gefährten des Propheten gelernt haben. So.
Und hier gibt es zum Beispiel einen Vers im Koran, der sagt: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. Wahrlich, das Recht oder verdient, die Moscheen zu verwalten, sind nur jene, die glauben und beten und die Zakat geben und niemanden fürchten außer Allah. Leider heute bei einigen Moscheen ist es genau andersrum, die fürchten alle außer Allah. Aber normal sollten die, wenn die richtige Moscheeführer sind, also ich rede nicht über die Moschee, weil die habe ich einen anderen Eindruck, die normal sollten die nur Allah alleine fürchten, niemand außer Allah fürchten, aber die fürchten alle außer Allah. Ja, wenn wir den Vogel einladen, nachher wird einer ein deutscher Muslim und dann gibt der Bürgermeister uns dann nachher die Halle nicht mehr, wir wollen doch Maulid vom Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern, ja. MashaAllah, haben wir alles schon erlebt, ich rede aus Erfahrung. Kannst du dir vorstellen? Wir mieten zweimal im Jahr die Stadthalle für unser Fest. Dann kommt der mit der Trommel, und dann wird ein bisschen gegessen und gefressen. Und 99% der Jugendlichen beten nicht, haben keine Ahnung vom Islam. Dann sagt er, ja, aber wenn wir den Vogel einladen, nachher gibt uns der Bürgermeister die Halle nicht mehr. Behalt deine Halle ruhig und tanz weiter. Aber nur hoffentlich nicht, dass du am jüngsten Tag in der Hölle am Tanzen bist. So, dann weiter. Und dann sagt Allah zu diesem Vers, ja, das sind diejenigen, die das Recht haben, die Moscheen zu verwalten, die keinen außer Allah fürchten. Dann sagt er, فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَيَّكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Vielleicht werden diese zu den Rechtgeleiten gehören. Aber jetzt sagen die Sahaba, Ibn Abbas sagt, dieses Asa im Koran bedeutet immer Wajib auf Allah. Ist Pflicht für Allah. Das heißt, die werden zu den Rechtgeleiten gehören. Obwohl es rein sprachlich eigentlich etwas anderes bedeutet. Übrigens, wir nehmen sprachlich immer auf Wahir, außer wir haben Beweis, dass es nicht so zu verstehen ist. Aber das ist das, was im Tafsir steht, was Ibn Abbas dazu sagt. So, dann etwas anderes. Dann müssen wir immer gucken, gibt es sprachlich eine mögliche andere Erklärung? Denn wenn du sagst, das ist ein Widerspruch, aber wir haben sprachlich eine andere Erklärung, dann kannst du nicht sagen, dass es ein Widerspruch ist. Ja, du redest zum Beispiel mit jemandem, ja, über die angeblichen Widersprüche im Koran. Du hast es mit verschiedenen Leuten zu tun. Einmal der Sturkopf, der will sowieso gar nichts kapieren. Ja, ich habe zum Beispiel letztens jemanden gehabt, der ruft bei mir an, La ilaha illallah. Ja, im Koran gibt es einen Widerspruch. Ja, welchen denn? Komm, nimm mal. Ja, bei euch in der Bibel sind Widersprüche. Ja, bei euch im Koran gibt es auch Widersprüche. Ja, erzähl mal, welcher denn? Gib mir mal einen. Gib doch mal einen. Sagt er, ja, es steht im Koran, Allah geziemt es nicht, sich einen Sohn zu nehmen. Echt? Voll der Widerspruch. Ey. Was ist denn daran der Widerspruch? Ja, wie kann etwas für Allah nicht erlaubt sein? Doch, es gibt Sachen, die sind für Allah verboten. Wisst ihr welche? Die er sich selber verboten hat. Allah sagt in einem heiligen Hadith, Ya Ibadi, o meine Diener, Inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, waj'altahu bainakum muharrama, fala tadhalamu. O meine Diener, ich habe die Ungerechtigkeit für mich selber verboten. Alhamdulillah. Und außerdem heißt es nicht verboten, sondern dass Allah nicht geziemt, in dem Sinne, dass das nicht zu Allah passt. Weil Allah ist einzigartig und einzig, und wenn er einen Sohn hat, ist er nicht mehr einzigartig und einzig. Okay? Das nur dazu. Und dann kannst du erzählen, was du willst. Dann habe ich gesagt, ja, in der Bibel steht, dass Schwule nicht ins Paradies kommen. Dann meinte, wo steht das? Ja, ich habe die Bibel da. Sag ich, 1. Korinther 6, Vers 9. Schlag mal auf. Steht da, diese kommen nicht ins Paradies, so sinngemäß, ja. Und werden einige aufgezählt und Männer, die bei anderen Männern liegen. Sagt er, ja, da steht ja nicht Schwule, da steht Männer, die bei anderen Männern liegen. Tschüss. Was willst du da noch sagen? Ach, guck mal. Wer will dieser Mensch die Wahrheit? Was ist denn mit Männern, die bei Männern liegen? Was ist denn damit gemeint? Du bist oft in der Antarktis oder so, ja, mit dem Schiff, hast einen Schiffbruch erlitten und dann gibt es nur einen Schlafsack oder wie, du schläfst mit deinem Freund in einem Schlafsack, weil es kalt ist? Dann kommst du nicht ins Paradies? Oder du schläfst in der Jugendherberge im Nachbarbett von deinem Freund, dann kommst du nicht ins Paradies. Ist doch wohl logisch, was mit Männern, die bei Männern liegen, gemeint sind. Jetzt zu den klaren Widersprüchen. Denkt dran, was ich euch eben gesagt habe. Vielleicht kommt ihr selber drauf.
Wir haben gesagt, verschiedene Geschichten. Was wird da meistens gemacht bei verschiedenen Geschichten? Wird gesagt, es ist ein Widerspruch, ist eine ganz andere Situation. Der erste angeblich so klare Widerspruch im Koran, ja. In Sure 3, Sure Ali Imran, steht, zu Mariam kamen Engel, Mehrzahl Engel, und sie sagten, wir verkünden dir einen reinen Sohn. Wir verkünden dir einen reinen Sohn. V-E-R-K-U-N-D-E-N. Wir verkünden. Wir geben dir die frohe Botschaft von einem reinen Sohn, sinngemäß. Dann Sure 19 steht, und wir haben zu ihr den Heiligen Geist geschickt, Ruhana, unseren Geist, das heißt Jibril, geschickt, um was zu machen? Da sagt sie, und der hat sich ihr offenbart in einer menschlichen Gestalt. Ja, qalat inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiya. Ich rufe Zuflucht bei Allah vor dir, ich suche Zuflucht bei Allah Erbarmer vor dir, wenn du bei gottesfürchtig bist. Dann sagt er, qala inni rasulullah, ich bin der Gesandte Allahs für dich, li ahaba laki ghulaman zakiya, um dir einen gottesfürchtigen Sohn zu schenken. Einmal steht verkünden, einmal schenken. Dann sagen die hier, Widerspruch. Wie viele Engel kamen zu Maria? Einmal steht Engel, einmal steht nur ein Engel. Oh, oh, oh. Klarer Widerspruch. Ja, das eine ist die Situation, da kommen Engel und verkünden ihr, du wirst einen Sohn kriegen. Und das andere Mal kommt der Engel in der menschlichen Gestalt und sagt, wir werden dir einen Sohn schenken, um den Heiligen, vom Heiligen Geist, um dieses Kind zu übergeben. Klarer Fall, es sind zwei verschiedene Situationen. Ist das verstanden? Alhamdulillah. So. Dann, wie lange dauert ein Tag bei Allah? Der nächste klare Widerspruch. Wie lange dauert, und da siehst du mal, wie die Leute rangehen, ja, anstatt sich mal richtig damit zu beschäftigen. Wie lange dauert ein Tag bei Allah? Ne? Und dann steht dann einmal, du musst dir vorstellen, die schreiben das dann so, einmal 50.000 Jahre, einmal 1.000 Jahre. Und dann geben sie die Sure an, wo 50.000 steht, und die Sure, wo 1.000 Jahre steht. Da kommt ja keiner auf die Idee von den Leuten, die Wahrheit nicht wollen, mal nachzuschlagen, was da steht. Er sagt dann, ja hier, guck mal im Koran, da steht einmal ein Tag bei Allah, dauert 50.000 Jahre, einmal 1.000 Jahre. Als erstes, selbst wenn wir sagen würden, ja das steht so, bei Allah dauert ein Tag 1.000 Jahre, bei Allah dauert ein Tag 50.000 Jahre nach eurem Ermessen, dann ist es nur ein Zeichen, dass ein Tag bei Allah unvergleichlich ist mit einem Tag bei uns. Ob du 50.000 oder 1.000 sagst, als erstes. Aber jetzt lesen wir mal den Vers, da steht einmal, ein Tag bei Allah dauert 1.000 Jahre. Und einmal steht, der Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der 50.000 Jahre nach eurer Berechnung bemisst. Das sind zwei verschiedene Sachen. Bitte Handy ausmachen, Brüder. Das sind zwei verschiedene Sachen, ganz offensichtlich. Das eine Mal geht es um einen Tag bei Allah, und das eine Mal geht es darum, wie lange brauchen die, um hochzugehen. Ich kann auch sagen, ja, um den Koran einmal durchzulesen, brauche ich eine Woche, und um mein Biologiebuch durchzulesen, brauche ich einen Tag. Oh, Widerspruch. Einmal einen Tag, einmal eine Woche. Ja, ich rede von zwei verschiedenen Sachen. Von Köln nach Berlin sind es 600 Kilometer, von Köln nach Frankfurt sind es 250 Kilometer. Oh, Widerspruch. Einmal 250 Kilometer, einmal 600 Kilometer. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Totaler Schwachsinn. So, dann. Der nächste. Guck mal, und du musst wissen, hier, das waren so Schlauberger gewesen, so ganz intelligente. Die haben ungefähr 23 angebliche Fehler rausgesucht, ja. Und dann haben sie viermal ungefähr dieselbe Frage gestellt, nur anders formuliert. Und diese Frage ging immer darum, ob bei Juden oder Christen ins Paradies kommen. Einmal hieß die Frage, kann jeder glauben, woran er will? Einmal hieß es, kommen Juden und Christen ins Paradies? Einmal hieß es, werden Juden und Christen auch belohnt? Ja, alles dasselbe in Goyim. So, und weißt du, was du daran siehst? Wenn jemand Psychologie studiert hat, das heißt, diese Menschen, die geben nach außen einen auf sicher ab, aber das ist die größte Angst, die sie haben, dass Islam richtig ist. Und deswegen wollen sie gerade sich selber sagen, ja guck mal, der Koran widerspricht sich ja in dieser Sache. Wollen wir mal beobachten, ob der Koran sich in dieser Sache widerspricht.
Der Koran sagt ganz eindeutig in Sure 3, Vers 8, dass jemand, der den Islam nicht annimmt, in die Hölle geht. Jetzt kommt ein Vers, der sagt, Sure 2, Vers 62, Inna alladhina amanu wa alladhina hadu wa nasara wa sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Diejenigen, die glauben, und die Juden und die Christen und die Sabia, alle, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und gute Werke tun, die werden nicht traurig sein, und am jüngsten Tag werden sie ihren Lohn von Allah bekommen. Auf den ersten Blick sagt man sich ja, stimmt, hier steht ja, die Christen kommen ins Paradies. So, jetzt. Aber was haben wir gesagt, was wir als erstes gucken? Asbab al-Nuzul. Warum ist dieser Vers herabgesandt worden? Dann gucken wir allgemein und speziell. Dann gucken wir, wie hat der Prophet diesen Vers erklärt. Okay, gehen wir mal die einzelnen Dinge herunter. Dieser Vers kam herab, als Salman al-Farisi gefragt hat, was mit seinen Leuten ist, mit seinen Christen ist. Salman al-Farisi war ein Christ, der den Islam angenommen hat. Und sie haben ihn, der hat gefragt, was ist mit den Leuten, die haben an Gott geglaubt, haben gute Werke getan, waren Christen gewesen, die haben aber nicht daran geglaubt, dass Jesus Gott ist und so, sondern anders als die Christen heute, was ist mit diesen Leuten? Die haben aber nicht an dich, Mohammed, geglaubt, weil die haben ja nichts von dir gewusst, aber die haben schon geglaubt, weil die haben mich ja hier hingeschickt und haben gesagt, hier, guck mal, das ist der Gesandte Gottes wird jetzt in der arabischen Halbinsel kommen. Ja, deswegen ist Salman al-Farisi auf die arabische Halbinsel gekommen, weil er wollte den letzten Propheten treffen, was diese Christen ihm damals gesagt haben. Das heißt schon mal komplett andere Geschichte. Dann hat Allah herabgesandt, wahrlich diejenigen, die glauben und die Juden waren und die Christen, alle die an Allah. Das heißt für diese Leute, das heißt der Asbab al-Nuzul, der Grund für die Arab-Sendung dieses Verses ist etwas ganz anderes. Und du siehst, du hast mit ganz anderen Christen zu tun, als der heute sagt, Jesus ist Gott. Trinität. Punkt 1. Punkt 2. Am Wachas. Wir haben aber spezielle Beweise aus dem Koran, dass jemand, der den Islam nicht annimmt, in die Hölle geht. Aber was war mit diesen Menschen? Diese Menschen haben vom Islam nichts gehört. Jetzt kommt als drittes, was? Die Sunna. Was sagt die Sunna? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, als dieser Vers herabgesandt wurde? Was hat er dann gesagt? Er hat gesagt, "Man mata ala dini Isa wa man mata ala al-Islam", wer auf der Religion von Isa gestorben ist, das Richtige, womit er gekommen ist. Und womit ist Isa gekommen? Mit Islam. "Wa man mata ala al-Islam", das heißt jetzige Scharia auf dem Islam. "Fa huwa al-Khair", dem geht's gut. وَمَنْ سَمِعَ بِيَ الْيَوْمِ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِلَذِي أُرْسِلْتُ بِي فَقَدْ حَلَكْ. Und wer heute von mir hört und dann nicht daran glaubt, womit ich gekommen bin, der ist schon vernichtet. Das heißt, der Vers sagt ganz klar, dass diejenigen, die vorher gelebt haben und sind der Religion von Jesus gefolgt und sind der Religion von Moses gefolgt, die mit was kamen? Mit Islam. Die haben nicht gesagt, betet mich an, sondern die haben gesagt, bete Gott alleine an. Der ist niemals gut. Aber derjenige, der jetzt hört vom letzten Propheten, um Muslim zu sein, Gottergebener zu sein, muss er an den letzten Propheten glauben. Wenn er das nicht tut, fakat halak, wie der Prophet sagt, ist er vernichtet. Ist das klar? Ja. Alhamdulillah. Nächster Punkt. Wie sollen Muslime Christen und Juden behandeln? Einmal mit Güte und Geduld, einmal gegen sie kämpfen. So, dann werden da Verse gezeigt. Was haben wir eben gesagt? Womit hat das was zu tun? Verschiedene Situationen. Verschiedene Situationen. Du kannst nicht sagen, ja, der Arzt hat gesagt, dem Kind muss der Brustkorb aufgeschnitten werden. Und einmal der Arzt hat gesagt, dem Kind muss das Bein amputiert werden. Zwei verschiedene Situationen. Das heißt, zu bestimmten Situationen werden bestimmte Verse herabgesandt. Asbab al-Nuzul. Punkt. Fünftens. Was war zuerst da? Himmel oder Erde? Ja. So, hier muss man schon ein bisschen aufmerksam sein. Hier muss man präzise sein. Ja. Dann schreiben sie natürlich einmal der Himmel, einmal die Erde. Gucken wir mal, ob das wirklich da steht. Da steht, seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel. Er hat, das ist in Sure 79, Vers 27 bis 30. So, seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er hat ihn aufgebaut. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben.
Worüber wird hier geredet? Wird hier geredet, wir haben den Himmel erschaffen? Nein, hier wird gesagt, der höchste Teil emporgehoben, ja, und dann kommt, und er hat seine Nacht finster und seine Morgenhelle vorkommen lassen, und die Erde, er hat sie danach Dahaha gemacht. Was heißt Dahaha? Dahaha heißt nicht geschaffen, das heißt, die Erde ist schon da. Was heißt das? Hier sagen die Gefährten, er hat aus ihr was, der Vers, der danach kommt, Achraja minha ma'aha wa mar'aha. Das heißt, er hat aus ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen. Das heißt, nachdem der oberste Teil vom Himmel emporgehoben worden ist, ja, danach wurde auf der Erde das Wasser kam hervor, also Flüsse, Weiden und so weiter gemacht. Das heißt, hier steht nicht, wir haben zuerst den Himmel erschaffen, dann die Erde. Weil er sagt, was wurde zuerst geschaffen, Himmel oder Erde? Nee. Hier steht was ganz anderes. Hier steht, zuerst wurde der obere Teil emporgehoben. Das heißt aber nicht, dass die Schöpfung des Himmels zu Ende gewesen ist. Und danach kam es auf der Erde zu Weiden und Bächen und diese ganzen Sachen. Das heißt, ist von vornherein, er interpretiert mit seinen Worten etwas anderes hinein, als was dort steht. Das, was du dort rein interpretierst, steht nicht da. Dort steht nicht, wir haben zuerst den Himmel erschaffen, danach haben wir die Erde erschaffen, steht nicht da. Da steht, wir haben den Himmel emporgehoben und die Erde daher gemacht, danach. So. So, und da fragt man sich, was ist mit der Erschaffung des Himmels gemeint? Und das schließt, wie gesagt, nicht aus, dass die Erde da war. So, Punkt. Wie gesagt, wieder kein Widerspruch. So, jetzt. Jetzt guck mal jetzt die Schlauberger. Und das ist wieder ein Punkt, der wieder in dieselben Punkt hineinkommt. Weil diese Menschen Angst haben vor der Hölle, bringen sie das als Widerspruch. Sie sagen, Allah sagt an einer Stelle, er ist allverzeihend, und an anderer Stelle sagt er, wer Schirk macht, dem wird nicht vergeben. Oh, oh, oh. Was ist damit gemeint? Wir gehen zur Sunna, wir haben gesagt, die Sunna erklärt den Koran. Was erklärt die Sunna? Das heißt, im Diesseits wird jede Sünde vergeben. Aber wer mit Schirk stirbt, dem wird nicht vergeben. Punkt. Ganz einfach. Guck mal, was das für starke Argumente gegen den Islam sind. Subhanallah. Und dann das Schöne ist, dann bringen sie auch noch einen Vers hier, der genau zeigt, was los ist. 47, Sure 47, Vers 34. Gewiss diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und hierauf als Ungläubige sterben, so wird Allah ihn nicht vergeben. Als Ungläubige sterben. Das heißt, im Diesseits, die werden alle Sünden vergeben, aber wer gestorben ist mit der Sünde, dem wird nicht vergeben. Ganz einfach. So, jetzt, wieder der nächste Punkt. Darf jeder selbst entscheiden, woran er glaubt? Guck mal, wieder derselbe Punkt. Hier, wie hier. Guck, im Koran steht doch, jeder darf glauben, woran er will. Dann steht dann, ja, suche so und so viel, nein, suche so und so viel. Schauen wir uns den Vers mal genau an, ob der Vers das aussagt, was du behauptest. Der Vers sagt, La ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Katabayna arushtu min al-ghay. Die Rechtleitung ist schon klar unterschieden worden von was? Von der Verirrung. Und jetzt, was sagt er weiter? Dann sagt er, und wer jetzt glaubt, ja, und so weiter, der hat die festeste Handhabe erhalten, an der es kein Reißen gibt. Und dann geht's weiter. Im nächsten Vers wird direkt weiter erklärt. Dieser Vers, es gibt keinen Zwang im Glauben. Allah ist der Schutzfreund der Gläubigen. Er führt sie von den Dunkelheiten ins Licht. Und die Tarut, die falschen Götter, sind die Schutzfreunde der Ungläubigen. Sie führen sie von dem Licht ins Dunkelheit. Und diejenigen werden die Gefährten des Feuers sein und da ewig bleiben. Daher der Vers, es gibt keinen Zwang im Glauben, wird direkt danach gesagt, was damit gemeint ist. Heißt, du kannst glauben, was du willst, kein Problem. Er sagt direkt danach, hier, da die Rechtleitung ist klar unterschieden worden vom Irregehen, such dir aus, was du willst. Aber wenn du das nicht willst, hier am Ende von den Ungläubigen, dann wirst du in die Hölle gehen. Das heißt, dieser Vers ist eine Drohung. Kein Zwang im Glauben ist eine Drohung. Ist keine Religionsfreiheit. Jetzt können wir alle wählen, was wir wollen. Anderer Vers, kein Zwang im Glauben. Allah sagt in Sure 18, ich lese den Vers nochmal vor, damit das jeder versteht, ja? Weil wir müssen, wie gesagt, den Kontext beachten, was da drin steht, hier. Kontext, pass auf. So. Es gibt keinen Zwang im Glauben.
Der Weg der Gerechtigkeit, der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von der Verirrung. Guck direkt danach. Der Weg der Rechtigkeit ist klar unterschieden von der Verirrung. Du hast keinen Zwang. Such dir aus. Aber wenn du die aussuchst, wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt und Allah ist allhörend. Also diejenigen, die den Glauben wählen, die haben den richtigen Weg gewählt. Dann geht's weiter. Warum? Denn Allah ist der Schutzfreund der Gläubigen. Sure 2, Vers 257. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Ja? Das heißt, Glaube, hier, es gibt keinen Zwang, Glaube. Glaube, hier, er wirkt sich aus dem Finsternis ins Licht. Und dann weiter. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. Und das sind keine Schutzherren, sondern sind Verlorene. Wer denen folgt, ist ein Verlorener. Warum? Sie bringen sie nämlich aus dem Licht in die Finsternis, sind keine richtigen Schutzherren. Und dann, das sind die Insassen des Höllenfeuers, es ewig werden sie darin bleiben. Das ist eine Drohung. Jetzt weiter, Sure 18, Vers 29, Surat al-Kahf. Dort steht, قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Sprich, die Wahrheit ist von deinem Herrn. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Wer will, soll glauben, und wer ungläubig ist, soll ungläubig sein. Und was sagt er dann? Was sagt er dann über die Ungläubigen? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran hata bihim suradiquha. Wir haben für die Ungläubigen schon ein Feuer vorbereitet, dessen Zeltdecke sie umfasst hält. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen geholfen mit was? Mit Wasser, was wie geschmolzenes Erz ist, womit ihre Gesichter versenkt werden. Hier, das heißt, dieser Vers, kein Zwang im Glaube oder Glaube, woran du willst, ist eine Drohung. Ist kein Aufruf zur Religionsfreiheit. Ja, wer durch Christ, alle gehen ins Paradies. Hättest du gerne verstanden. Du musst nur einen Vers weiterlesen. Dann hat man schon kapiert, was damit gemeint ist. Oder? Alhamdulillah. Und guck, immer dieselbe Sache. Darf man selber glauben? Gibt es Zwang im Glauben? Kommen die Christen ins Paradies? Oder nicht immer dasselbe? Dann, was haben wir noch hier? Ja, ach ja, dann noch der Vers, euch eure Religion und mir meine Religion. Allah sagt doch im Koran, euch eure Religion und mir meine Religion. Ja was? Wo ist der herabgesandt worden? Esbab al-Nuzul, gehen wir zurück. Der ist herabgesandt worden, wo die Juden, wo die Leute gesagt haben, die Mekkaner, die Götzendiener, komm, bete du ein Jahr nur unsere Götzen an und wir beten, oder nicht ein Jahr, einen bestimmten Zeitraum nur unsere Götzen an und wir beten einen bestimmten Zeitraum nur deine, nur Allah an. Ja? Und was sagt er dann? Was sagt er dann? Dann sagt er ganz klar, und dieses Dienen bedeutet hier nicht dienen in dem Sinne, sondern alleine dienen. Alleine dienen. Dann sagt er, euch eure Religion und mir meine Religion. Also was heißt das? Das heißt nicht, du kannst glauben, was du, wann du willst. Das heißt, wir können diese Religion nicht vermischen. Du kannst nicht einen Tag zu Jesus beten und dich bekreuzigen und einen Tag sagen, ja, nö, ich bin jetzt Muslim. Und einen Tag betest du Götzen an und einen Tag was anderes. Du hast deine Religion, ich habe meine Religion. Das ist ein großer Unterschied. Und diese Religion ist rein. Punkt. Ganz klar. Dann, wie viele Tagen hat Allah die Welt erschaffen? Ja? Erstmal. Dann schreiben sie, wie viele Tage hat Allah die Welt erschaffen? Ja? Dann schreiben sie natürlich, einmal 8 Tage, einmal 7 Tage, 6 Tage. Ja? Und dann zeigen sie dann die Verse und dann soll man sich das durchlesen. Erstmal, es steht an keiner Stelle im Koran, dass Allah die Welt in 8 Tagen erschaffen hat. Es steht immer in 6 Tagen, immer. Du wirst keinen Vers finden, wo steht, wir haben die Welt in 8 Tagen erschaffen und einer sagt, wir haben die Welt in 6 Tagen erschaffen. Immer, wir haben die Welt in 6 Tagen erschaffen. Aber was du findest, ist in Surat al-Fussilat, dass dort steht, wir haben die Erde erschaffen. Warte mal kurz. Gewiss euer Herr ist, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf. Achso, hier. Sure 41, Vers 9 bis 12. Sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in 2 Tagen erschaffen hat? Ja. Das heißt, eventuell dieses Rohmaterial von der Erde, ja? Und ihm andere seinesgleichen zur Seite stellen, das ist der Herr der Weltbewohner. Dann sagt er, er hat in ihr, das sind 2 Tage, dann sagt er, er hat in ihr festgegründete Berge gemacht, die über ihr aufkommen und hat sie gesegnet und die Nahrung im rechten Maß in 4 Tagen festgelegt. Jetzt plus 6 Tage, so haben wir 6 Tage. Und dann kommt am Ende, kommt dann, so führt er, so, hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand und sagte dann zu ihm und zur Erde, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig.
Und so führt er sie als sieben Himmel in zwei Tagen aus und gab jedem Himmel seine Aufgabe ein. So, jetzt. Acht sind das jetzt insgesamt. Nur wer hat dir gesagt, du sollst addieren? Wer hat das gesagt? Das ist nämlich der Fehler. Ich sage, ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Ich habe das Haus in sechs Tagen erbaut. Ich habe zwei Tage für das Ausschachten gebraucht. Vier Tage für die Inneneinrichtung gebraucht. Und vier Tage für das Verklinkern gebraucht. Und für das Dach vier Tage für das Verklinkern gebraucht. Und das Dach habe ich dann auch in zwei Tagen geschaffen. So. Das heißt aber nicht, oder also bringen wir es anders, machen wir ein anderes Beispiel, das war ein bisschen kompliziert. Sagen wir so, ich habe mein Haus in sechs Tagen erbaut. Zwei Tage fürs Ausschachten gebraucht, zwei Tage fürs Haus, zwei Tage für die Inneneinrichtung und zwei Tage für den Garten. Das sind insgesamt acht, richtig? So, aber wer hat dir gesagt, dass nicht der Garten gleichzeitig erbaut worden ist wie die Inneneinrichtung? Habt ihr verstanden? Das heißt, der Garten, diese zwei Tage, sind zur selben Zeit gemacht worden, wie die Inneneinrichtung, die Fliesen gelegt worden sind, ist zur selben Zeit der Garten angelegt worden. Und hier, diese vier Tage, diese ersten vier Tage, in diesen vier Tagen sind die ersten zwei Tage drin. Das heißt, in vier Tagen haben wir die Erde erschaffen und die ganzen Dinge auf sie draufgelegt. Das ist die erste Erklärung. Wir haben gesagt, wenn wir eine Erklärung dafür haben, ist kein Widerspruch. Dann, nächster Punkt. Das Wort Fumme. Fumme, dann haben wir uns den Himmel zugewandt. Was heißt das? Das heißt, der Himmel war schon da. Aha. Das heißt, die sind simultan erschaffen worden. Aber was sagt er dann? Sagt er, wir haben den Himmel erschaffen? Nein, er sagt, wir haben den Himmel zu sieben Himmel gemacht. Was kann das bedeuten? Das kann beispielsweise bedeuten, dass eine Trennung zwischen den Himmeln gemacht worden ist. Es wird jemand sagen, ja, mit dem Teleskop haben wir aber keine Trennung gesehen. Ja, schlaue Fuchse. Haben wir alles erfunden? Im letzten Jahrhundert haben wir noch Dinge erfunden, die wir vorher nicht wussten. Das heißt, wenn wir von sieben Himmeln reden, ja, wo heißt das dann, dass es keine Trennung gibt zwischen den Himmeln, wo wir heute wissen, wie weit das Universum ist und wie limitiert die menschlichen Fähigkeiten sind. Aber okay. Das Wort Fumme, sagen wir geschaffen, sagen wir den Himmel in zwei Tagen geschaffen, kein Problem. Selbst wenn, das Wort Fumme muss nicht unbedingt immer heißen danach, wie hier steht. Wir haben gesagt, sprachliche Erklärung, richtig? Sondern das Wort Fumme kann auch heißen simultan und außerdem. Habe ich mal gesehen, jemand auf so einer anti-islamischen Internet hat gesagt, das stimmt gar nicht. Der kann kein Arabisch, ne? Aber dann sagt er, nee, Fumme, das heißt immer danach. Gibt es keine Erklärung für? Alles klar. Kannst du Arabisch? Nee. Mashallah. Woher kennst du das dann? Ja, haben mir Araber erzählt. Ja, Alhamdulillah. Viele Araber kennen das Wort Thumme nur als danach. Aber das stimmt nicht. Ich gebe euch zwei Beispiele. Erste Beispiel aus der Sunna. Ibn Qayyim und Ibn Taymiyyah haben eine Meinungsverschiedenheit bei Salat al-Istikhara. Kennt ihr Salat al-Istikhara? Das Gebet für die richtige Eingebung. Der Prophet Sassam sagt, إِذَا أَحَمَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ فَلْيَرْكَ رَكَتَيْنِ فُمْ لَيَقُلْ. Wenn einer eine Sache beabsichtigt, dann soll er zwei Rakats beten und فُمْ لَيَقُلْ sagen. فُمْ sagen, dann sagen. Dann sagen kann man übersetzen. So, jetzt sagt aber Ibn Qayyim, das bedeutet فُمْ nach dem Taslim. Du betest zwei Rakats und danach sagst du die Istikhara. Ibn Taymiyyah, der die arabische Sprache noch besser kennt, was sagt der? Heißt im Gebet drin. Das erste Mal, wo Thumme während dem Gebet ist, nicht nach den zwei Rakats. Ist das verstanden? Und ich gebe euch ein Beispiel aus dem Koran. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Koran. Welche Sura hat der Imam heute vorgelesen bei Aisha? Sabbihisma Rabbikal A'la. In dieser Sura kommt einmal das Wort Thumme vor, richtig? Dann werden sie dort nicht leben und nicht sterben. Wann? Davor sagt Allah, sie werden in der Hölle brennen. Und dann, danach, wenn sie aus der Hölle rausgekommen sind. Nein, während sie in der Hölle brennen, werden sie nicht leben und nicht sterben.
Ist das verstanden? Allah sagt, ja, ich schlage das nochmal auf, damit wir das so richtig anschaulich haben, das ist Sure 87. Sure 87 für die Schlauberger. Und das ist auch das, was Dr. Zakir Naik sagt und was Dr. Morris Bukail sagt, ja. Dr. hier. Hier. 12. Der dem großen Höllenfeuer ausgesetzt sein wird, darin wird er weder sterben noch leben. Alladhi yasla narul kubra, der dem großen Höllenfeuer ausgesetzt wird. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Was heißt ausgesetzt? Der wird dort brennen. Der wird in dem Feuer sein. Heißt das jetzt, der kommt dann aus dem Feuer raus und dann wird er weder sterben noch leben? Nee, während er in dem Feuer ist, wird er weder leben noch sterben. Das heißt, es ist sogar ein Beweis aus dem Koran dafür, dass es diese sprachliche Bedeutung in der arabischen Sprache gibt. Das heißt, für diese Sache, 8 oder 6 Tage, wir sagen ganz klar, der Koran sagt 6 Tage. An keiner einzigen Stelle sagt er 8 Tage. Du hast etwas zusammengerechnet, was du falsch zusammenaddiert hast. Wenn du nicht richtig rechnen kannst, ist dein Problem. Und wir haben für diese Sache 2 Erklärungen. Alhamdulillah. Dann, woraus hat Allah den Menschen erschaffen? Auch wieder ganz schlau. Dann sagen sie, ja, einmal steht, Gott hat den Menschen aus einem Blutklumpen erschaffen, aus einem Embryo erschaffen, aus einem Angehängsel erschaffen. Und einmal steht, er hat den Menschen aus Staub, Ton, Lehm und so weiter erschaffen. Okay. Als allererstes, das Erste, ja, der hat den Menschen aus Lehm, aus Blutklumpen erschaffen. Das bezieht sich natürlich auf die Schöpfung im Mutterleib. Und das Zweite bezieht sich auf die Schöpfung von Adam. Also erstmal logischerweise hiervon trennen, weil jeder Mensch, der ein bisschen Vernunft hat, wird natürlich trennen. Dann, und hieran sieht man wirklich bisher, guck mal Bruder, die ganzen Beispiele, die wir gebracht haben, guck mal, wie hinterhältig diese Leute rangehen. Keinen einzigen Widerspruch können die bringen. Jetzt. Und alles nur Volksverdümmung. Was die bringen, als Widerspruch bringen wollen. Dann natürlich immer ja, nein. So dass jeder denkt, ja, da steht das so und so und so. So, jetzt. Die zweite Sache, dann sagen sie, ja, guck, einmal steht, er hat den Menschen aus Lehm erschaffen, einmal steht aus Wasser erschaffen, einmal aus Matsch erschaffen, einmal aus Ton erschaffen und so weiter. Okay, kein Problem. Erstes Beispiel, für die Logik anzuregen, ja. Wenn ich sage, ich habe einen Tee gemacht, und ich sage, wo hast du den Tee gemacht? Ja, mit einem Teebeutel. Und das andere Mal sagst du, ja, aus Wasser. Das andere Mal mit Zucker. Das sind alles nur Komponenten. Ja, das ist ja Widerspruch wie aus Wasser. Ja, gehört dazu. Aber wie ist hier gemeint? Wir haben gesagt, der Koran gibt Informationen zu bestimmten Dingen an verschiedenen Suren. Das ist so, Wasser und Staub wird was? Matsch, Schlamm. Und der Schlamm wurde zu Ton. Und am Ende wurde in den Ton der Geist eingehaucht. Alhamdulillah, ganz einfach. Muss ich nur ein bisschen auskennen mit der Sunna des Propheten. Was haben wir noch? 9, 10. Dann, wer war der erste Moslem? Abraham, Jakob, Moses oder Mohammed? Erstmal, der erste Moslem im Sinne von Gott ergebener war wer? Adam, auch der erste Mensch. Das war der erste Moslem. Weder Abraham, weder Jakob, weder Moses, weder Mohammed. So, jetzt. Der erste Vers heißt, und Ibrahim befahl seinen Söhnen an, und Jakob, o meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt, so sterbt nicht, denn außer ihm ergeben zu sein. Was heißt ihm ergeben zu sein? Muslim. Das heißt, die waren schon Muslime. Dann der zweite Vers sagt, Moses sagt, ich bin der Erste der Gläubigen. Er redet hier nicht von Muslim, er redet von Ersten der Gläubigen. Und dann sagt Mohammed, mir ist befohlen, der Erste der Gläubigen zu sein. Was ist damit gemeint? Ganz klar, wir gehen zur Sunna zurück. Ja, erstmal, der erste Vers ist ganz klar. Hier steht erstmal nirgendwo, dass Abraham oder Jakob die ersten Muslime waren. Hier steht, die waren Muslime und dass sie Muslime sein sollen. Der zweite Vers, er ist der erste der Gläubigen, wird in der Sunna erklärt, denn es geht darum, als nun Musa zu unserer festgesetzten Zeit kam, also Allah erzählt, Musa kam zum Berg Sinai und sein Herr sprach zu ihm, mein Herr, zeige dich mir. Musa sagte zum Gott, okay, zeige dich mir. Er sagt, aber schau den Berg an. Wenn er stille bleibt, dann wirst du mich sehen. Und dann hat er sich den Berg offenbart. Und als nun sein Herr den Berg offenbar erschien, ließ er ihn in sich zusammensinken. Und Musa fiel bewusstlos nieder.
Als er dann wieder zu sich kam, sagt er, preis er dir, ich wende dich mir in Reue zu und ich bin der Erste der Gläubigen. Jetzt sagt die Sunna, was das bedeutet. Das heißt, ich bin der Erste von meinem Volk, von den Leuten von Israel, von seinen Leuten, die er gewarnt hat, die daran glauben, dass wir dich nicht im Diesseits sehen können. Das ist die Erklärung von der Sunna. Jetzt, was ist jetzt bei Mohammed? Mohammed sagt, ich bin der Erste der Gläubigen. Da muss man sich wieder ein bisschen mit Islam auskennen. Es gibt einmal Islam Khas und einmal Islam Am. Islam Am allgemein bedeutet die Gottergebung. Das, die Religion, die jeder Prophet geführt hat. Und Islam Khas, der spezielle Islam, ist die Scharia, die göttliche Gesetzgebung, mit der Mohammed gekommen ist. Und Mohammed ist der Erste, derjenige, die sich Gott ergeben von dieser Umma des Islam. Ganz einfach. Verstanden? Alhamdulillah. So, nächster angeblicher Widerspruch. Starb einer von Noahs Söhnen in der Flut? Dann steht da wieder Ja mit der Versangabe und dann Nein mit der Versangabe. Dann erwartet natürlich derjenige, der sich nicht mit dem Koran auskennt, dass da steht, und Noahs Sohn überlebte in der Flut, und an anderer Stelle würde stehen, und Noahs Sohn starb in der Flut. Ja, aber was steht dort? Was steht dort genau? Dort steht an einer Stelle, ja, steht, dass Noahs Sohn, hier, 11:42-43, es fuhr mit ihnen dahin, mitten von Wogen wie Berge. Nur rief sein Sohn zu, der sich abseits sieht, oh mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. Er sagte, ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Er sagte, es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Woge trennten sie beide und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden. Also hier sagt er, dass er halt gestorben ist. Ja? Jetzt sagen sie, an anderer Stelle steht, dass Noahs Sohn gerettet wurde. Und zwar in Sura 21, Vers 76. Auch nur, als er zuvor rief, da erhöhten wir ihn und retten darauf ihn und seine Angehörigen aus der Trübsal. Hier sagt erstmal Gott nicht, dass er Noah und den Sohn gerettet hat, sondern sagt Noah und seine Angehörigen. Was hätten wir hier? Amchas. Allgemein speziell. Das heißt, die Angehörigen sind gerettet worden, außer der Sohn. Das wäre die erste Erklärung. Aber jetzt, wir brauchen es gar nicht so kompliziert zu machen, mit Am und Khas, das heißt speziell und allgemein, sondern wir brauchen nur den Vers in Sura 21, Vers 76 mal ein bisschen weiter zu lesen. Was dann als nächstes kommt. Weil dann haben wir die Geschichte schon direkt gefangen und dann gehen wir zur Sunna, gucken, wie der Prophet Sassam das erklärt. Also jetzt nicht in 21, sondern es müsste in 37 sein. 35 Vers 77, warte ich, 37, muss mal gucken, dass ich jetzt die richtigen Verse finde, damit ich euch das richtig illustrieren kann. Also erstmal haben wir gesagt, die Erklärung werde schon Am und Khas, das heißt, die Familie wurde gerettet, außer der Sohn. Ja, weil er sagt nicht, wir haben den Sohn gerettet, sondern er sagt, wir haben die Angehörigen gerettet. Und das schließt nicht aus, dass einer dabei umgekommen ist. Auch im Krieg, meine Angehörigen wurden gerettet, außer der eine ist gestorben. Das wäre erstmal das Erste. Machen wir 37 Vers 75, 77... So, und nun rief uns ja bereits zu, welcher das ist in Sura 11 auch, genau. In Sura 11, da wird das dann genau erklärt, warum der Sohn nicht gerettet wurde, ja? Und das wird dann von der Sunna nochmal spezifiziert. In Sura 11 steht nämlich Vers 42 und 43, ja, dass der Sohn ertrank. Und dann wird die Erklärung gemacht, danach kommt die Erklärung. Ja. Nur sagt dann, und Nur rief zu seinem Herrn, er sagte, mein Herr, guck, wir haben gesagt, einmal steht, der Sohn ist gestorben, und einmal steht, die Angehörigen von Noah wurden gerettet. Ja. Jetzt kommt die Erklärung im Koran selber. Nur sagt zu Allah, mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen. Warum rettest du nicht? Mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen. Und dein Versprechen ist die Wahrheit. Und du bist der Weiseste derer, die richten. Was kommt jetzt? Es kommt, was dieses dämliche Argument voll ausnockt. Er sagte Gott, O Noah, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Seht ihr?
Sie sagen ja, einmal steht, die Angehörigen wurden gerettet, einmal steht, Noahs Sohn wurde nicht gerettet. Jetzt sagt Gott, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Warum? Hier sagt jetzt Dahak, sagt einer von den Tabi'in, sagt, er gehört nicht zu den Leuten von deiner Religion. Das heißt, deine Leute, deine Verwandtschaftsbande hier, das ist die Leute, die deiner Religion folgen. Und hier wird der Unterschied klar gemacht, dass derjenige, der der Religion folgt, wichtiger ist als alles andere. Als jemand, der, auch wenn er mit dir eng verwandt ist. Dann, Sa'id ibn Jubair sagt, تَقُولُ لَيْسَ مِنْهُ وَلَيْكِنْ خَالَفُ فِي الْأَمَلِ فَلَيْسَ مِنْهُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ. Das heißt, durch diese Tat, die er gemacht hat, ja, gehört er nicht dazu, wer sich in der Tat widersetzt und wer nicht zu dir gehört, nicht derjenige, der nicht glaubt. Das heißt, er gehört nicht zu deinen Angehörigen, weil er nicht glaubt. Das ist die Erklärung von Allah. So, dann haben wir, was ist die einzige Nahrung in der Hölle? Jetzt möchte ich von euch die Antwort haben. Einmal steht Dari' und sie haben keine Speise außer Jauche, steht einmal, Sure 69. Und einmal Sure 88 steht, sie haben keine Speise außer trockenen Dornen. Was haben wir gesagt über Akhira? Verschiedene Situationen, verschiedene Menschen, verschiedene Zeiten. Und hier geht es um die verschiedenen Stufen in der Hölle. In der einen gibt es nur Jauche, in der anderen gibt es nur trockene Dornen. Ganz einfach. Dann, um die Blödheit noch weiter zu illustrieren, Sure 15. Können Engel einem Menschen das Leben nehmen? Ja, nein. Ja, natürlich können Engel keinem das Leben nehmen, aber was damit gemeint ist, ist ja wohl ganz klar. Kann ich einem das Leben nehmen? Nein. Nur wenn Allah es zulässt. Und die Engel können keinem das Leben nehmen, außer wo Allah sagt, geh seine Seele holen. Aber von sich selber aus können sie keinem das Leben nehmen. Das ist ja wohl so klar wie... Klarer geht's nicht, aber wie gesagt, wenn jemand solche Argumente bringt, ja, und du sagst ihm dann, was damit gemeint ist, er akzeptiert das nicht, brauchst du gar nicht weiter zu diskutieren. Das ist jemand, der will nur mit dir streiten, ja? Dann. Dürfen Muslime Anhänger anderer Religionen heiraten? Ja. Dann steht einmal, ihr dürft keine Muschrikin heiraten. Gehören die Juden und die Christen auch zu Muschrikin? Ja. Weil die Christen sagen zum Beispiel, ja, wir beten Jesus an. Damit macht man Schirk. Und die Juden sagen, unsere Rabbiner können die Gesetze erlassen, wie sie wollen. Das ist Schirk. Nur Allah darf Gesetze erlassen. So jetzt. Sagen sie, an anderer Stelle steht, Muslims dürfen nicht Muslims heiraten. Was kommt jetzt? Jetzt kommt, heute sind euch die guten Dinge erlaubt worden. Was heißt das? Neues Gesetz. Ausnahme. Nasich. Das eine ist Mansuch. Du darfst keinen davon heiraten. Heute dürfte sie heiraten und die Frauen, die ehrbaren Frauen von denjenigen, die der Schrift gegeben wurde, darf man heiraten. Ist erstmal abrogiert. Und zweitens Amochas. Das heißt, du darfst von denen keinen heiraten, außer die von den Leuten der Schrift, die Frauen. Punkt. Ganz einfach. Mit dem islamischen Verständnis. Amochas, Nasich wa Mansuch. Punkt. Ganz einfach. Heute haben wir euch die Frauen erlaubt. Das heißt, die Muschrikun sind verboten. Dass man darf keine Nicht-Muslime heiraten. Außer heute und bis zum jüngsten Tag die ehrbaren Frauen von den Leuten der Schrift. Ganz einfach. Sure 5, Vers 5. Dann hier wieder dasselbe in grün. Wird Allah die guten Taten von Nicht-Muslims belohnen? Haben wir eben schon drüber geredet. Wie gesagt, die bringen denselben Punkt 25 Mal. Das ist immer so. Ja, die haben irgend so etwas, was sie als Widerspruch erkennen. Dann machen die dir eine Riesenliste und wiederholen die meisten Punkte dann 20 Mal. Und dann sieht das am Ende aus rundes, wie viele Widersprüche es geben würde. Dann hier, der nächste wieder. Ist Allah der Gott der Juden und Christen? Genau dasselbe wieder in grün. Ja, dann bringen sie den Vers, wo der Prophet Sassam sagt, wo sagt, Kul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun. Ich diene nicht dem ihr dient. Hier ist mit dienen gemeint, alleine dienen. Ja? Und dann sagen sie, hier, Juden und Christen, wir haben einen anderen Gott, weil die sagen, ja hier, bitteschön. Wir glauben ja, ich diene nicht dem ihr dient. Erstmal, dieser Vers ist für die Muschriku gesandt worden, nicht für die Juden und Christen. Das heißt schon wieder Volksverdümmung vom Allerfeinsten. Ja? Nächster Punkt. So. Was haben wir jetzt?
Genau, von wem kommt das Böse? Einmal steht vom Satan, einmal steht vom Menschen selber, einmal steht von Allah. Erstmal vom Satan, erstmal, wenn jemand sagt, das ist ein Widerspruch. Dieser Vers, wo steht, das Böse kommt vom Menschen, das Böse kommt von Allah, ja? Das ist derselbe Vers. Oder das ist einmal Sure 4, Vers 78 und einmal Sure 4, Vers 79. Also es kann sich einer vorstellen, dass Mohammed, selbst die Kuffar sagen, er war ein Genie. Kannst du dir vorstellen, in einem Vers macht er einen Widerspruch? Nee. Sondern das wurde extra so von Allah offenbart, damit man sich Gedanken darüber macht. Guck, in einem Vers sofort. Aber jeder, der ein offenes Herz hat, weiß direkt, da muss ein höherer Sinn mit gemeint sein. Was ist hiermit gemeint? Erstens, wenn wir sagen, das Böse kommt vom Satan, dann ist damit gemeint die Einflüsterung vom Satan, die er einbringt. Beziehungsweise auch Macht, die er bekommen hat, teilweise. Dann, das Zweite ist, wenn das Böse vom Menschen kommt, ist das der Mensch, die Tat, die er gemacht hat, für die er bestraft werden kann oder für die ihm vergeben wird. Und wenn wir sagen, das Böse kommt Allah von was? Wir haben von Qadar geredet. In dem Sinne, dass Allah der Schöpfer ist davon. Dass das Böse, was geschieht, nicht aus dem Rahmen seines Willens und seiner Schöpfung herausgehen kann. Und von daher ist es schon mal, von daher hat es mit Widerspruch absolut nichts zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass du die Grundkenntnis der Säulen des Islam nicht kennst. Dann, als nächstes kommt, sollen wir Mohammed als Prophet belohnen und gut bezahlen? Dann kommt wieder Nein, ja. Ja, damit man denkt, ja, einmal steht ja, du sollst ihn belohnen und einmal steht, du sollst ihn nicht belohnen. So, jetzt geht aber um zwei verschiedene Sachen. Einmal steht, ich verlange keinen Lohn von euch, sinngemäß, ja. Und einmal steht, dass die Kriegsbeute, ihm übergeben wird. So, wenn die Kriegsbeute übergeben wird, das ist kein Lohn. Sondern der Prophet hat die bekommen, um die zu verteilen. Das heißt, du vergleichst Eier mit Birnen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich kann auch nicht sagen, ja, Karl-Heinz kriegt keine Sozialhilfe. Und dann sage ich, Karl-Heinz kriegt vom Dings seinen Lohn. Vom seinem Chef seinen Lohn. Widerspruch. Kriegt er Sozialhilfe? Ja, nein. Einmal steht, er kriegt keine Sozialhilfe. Einmal steht, er kriegt den Lohn von seinem Chef. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das eine Mal steht, kriegt er Lohn dafür. Das andere Mal steht, die Kriegsbeute geht an ihn. Aber die Kriegsbeute ist kein Lohn, sondern die hat er verteilt. Subhanallah. Zwei verschiedene Sachen. Und da sieht man, wie die täuschen, wie die versuchen, die Menschen zu veräppeln. Für alle Nicht-Muslime, dass sie es sehen. Ja, wie man versucht, den Koran zu entstellen. Man sagt einmal ja, nein. Und das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Jetzt, dritte, 21. Sind die Engel Beschützer? Einmal ja, die Engel sind eure Beschützer, ja? Und einmal, es gibt keinen Beschützer außer Allah. Guck mal, subhanallah. Ja, natürlich gibt es keinen Beschützer außer Allah. Weil die Engel können dich nur beschützen. Von wem kommt der Schutz? Von Allah. Wenn du sagst, ja, die CDU, ja, Schatzmeister, Präsident, ist das was anderes? Ist aber trotzdem zur CDU. Das heißt, wenn, oder zum Beispiel du fährst in irgendein Land und die Polizei beschützt dich, wer hat den Auftrag von der Polizei bekommen? Wer hat der Polizei den Auftrag gegeben? Der Staat. Zum Beispiel George Bush geht in ein bestimmtes arabisches Land und hat tausende von Bodyguards da, von diesem arabischen Land. Weil die wollten diesen wertvollen Menschen nicht, dass der wertvolle Mensch verloren geht. So, wer hat ihn beschützt? Dann sagst du ja, der Herrscher von diesem Land hat ihn beschützt. Das ist ja ein Widerspruch. Die Bodyguards haben ihn beschützt, ja klar. Wer hat den Bodyguards den Auftrag gegeben? Der Herrscher natürlich. Was für ein Schwachsinn. Dann von wem, guck mal diese Dummheit jetzt hier, guck mal. Von wem erhält Mohammed seine Offenbarung? Einmal Sure 2, Vers 97 vom Erzengel Gabriel und einmal Sure 16, Vers 102 vom Heiligen Geist. Achso, ich habe eigentlich immer gedacht, der Heilige Geist wäre der Erzengel Gabriel, aber das haben die Leute wahrscheinlich nicht verstanden. Wer hat Frau Merkel besucht? Der Präsident der Vereinigten Staaten oder George W. Bush? Ha, Widerspruch! Einmal sagst du der Präsident der Vereinigten Staaten, einmal sagt er George W. Bush.
Dann hier diese Sache, sollen Juden und Christen auf die Bibel vertrauen oder sich dem Koran zuwenden? Das haben wir eben schon im ersten Teil beantwortet. Und auf der Kassette, die eine Stunde dauert, glauben Muslime an die Bibel. Und dann schreiben sie ganz cool, es gibt keinen einzigen Vers im Koran, der sagt, Juden und Christen müssen, damit wollen die sich wieder selber beruhigen. Aber ich sage diesen Leuten, wenn sie so sterben, werden sie für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Für alle Ewigkeit. Dann sagen sie, im Koran gibt es keinen einzigen Vers, der sagt, Juden und Christen müssen an den Koran glauben. Nee? Dann lesen wir Sura 4, Vers 47. Ja, ayyuhalladhina utul kitab. O ihr, denen das Buch gegeben ist. Aminu. Glaubt. Bima nazzalna musaddikan lima ma'akum. Glaubt an das, was wir euch zur Arab gesandt haben, als Bestätigung von das, was bei euch ist. Min kabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala atbariya. Bevor wir die Gesichter auslöschen und sie nach hinten versetzen. Wa nal'anahum kama la'ana ashab al-sabt. Und bevor wir sie verfluchen, wie wir die Leute des Sabbats verflucht haben. Gibt es einen klaren Befehl als diesen? Und das war nur einer. Der ganze Koran ist ein Befehl an Juden und Christen, dem Koran zu folgen. Weil der Koran sagt an allen Stellen, oh ihr Menschen, glaubt an dieses Buch und wer daran nicht glaubt, geht in die Hölle. Das dazu. Jetzt haben wir schon mal hier so 23 Stück beantwortet, obwohl viele waren ja eigentlich genau dasselbe in Grün. Jetzt geht's weiter. Wir machen noch ein bisschen weiter und den Rest, weil es wird immer anstrengend, deswegen habe ich gesagt, ne, es ist sehr viel Schwachsinn, was hier kommt, also womit diese Leute kommen. Aber deswegen, ich werde das jetzt, dann die anderen Sachen auch noch alle erklären, vielleicht heute Abend noch oder so, dann, wenn wir alleine sind, auf jeden Fall. So. Dann, schreiben sie, würden schon Warner zu allen Menschen gesandt. Sure 16, Vers 36, ja. Und Sure 36, nein. Denn da steht, ja, dass Mohammed, ja, ihr kennt das nicht in Suratul Yasin, da steht, damit du ein Volk warnst, dessen Vorfahren nicht gewarnt worden sind, so sind sie achtlos. Erstmal, dieser Vers kann eine unterschiedliche sprachliche Bedeutung bedeuten. Er hat drei Bedeutungen sprachlich. Sprachlich kann der bedeuten, dass du Leute warnst, dass dieses Ma braucht nicht Ma Nafir zu heißen. Ma Nafir heißt Verneinung, die nicht gewarnt worden sind, sondern kann auch ein Ma eine andere Bedeutung haben. Das heißt, dass du Leute warnst, die ihre Vorväter gewarnt sind. Dann kann es bedeuten, dass du Leute warnst, mit dem, womit die Vorväter gewarnt worden sind. Dann kann es bedeuten, dass du Leute warnst, denen ihre Vorfahren nicht gewarnt wurden. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Kennt ihr bestimmt einige, ja? Aber dieser Vers, so, und wenn wir sagen, Vorfahren, Vorväter, was heißt Vorväter? Ist dein Opa ein Vorvater? Einer von deinen Vorfahren, Abauhum, Vorfahren? Ist das einer von deinen Vorfahren? Ja. Ist dein Uropa einer der Vorfahren? Ja. Dein Uropa einer der Vorfahren? Ja. Uropa auch, ja, ja. Jetzt sagen sie, ja, warte mal, aber früher bei den Arabern war doch Ismail gewesen. Also war bei den Vorfahren ein Warner. Jetzt sagst du, du warnst jemanden, wo kein Warner gewesen ist. Was sagen wir? Bei den Vorfahren. Das heißt aber nicht, dass bei allen Vorfahren ein Warner war. Das heißt, Generationen war kein direkter Warner. Und mit Warner ist hier ein Gesandter Gottes gemeint. Und das heißt, und so wird es auch erklärt von dem Mufassirun, dass für lange Zeit kein Warner mehr da war. Jetzt könnte jemand sagen, warte mal, Allah sagt doch im Koran, wir bestrafen nicht ohne Warner. Wir bestrafen nicht ohne Warner. Warum sagt er denn in einem Hadith in Sahih Muslim, dass der Vater vom Propheten in die Hölle geht? Da muss er doch einen Warner haben. Wir sagen, okay, Warner bedeutet Gesandter, ein direkter Warner, aber der Vater, der muss irgendwie die Warnung erreicht haben. Allgemeine Aussage, spezielle Aussage. Und wir wissen, dass derjenige, der hier im Diesseits keinen Warner bekommen hat, am jüngsten Tag, also entweder der Vater hat irgendwo einen Warner getroffen, aber der Warner war kein spezieller Warner, der zum Volk von den Arabern geschickt wurde oder zu allen Menschen, oder er ist, also
Wenn jetzt jemand gar keinen Warner bekommen hat, dann kriegt er am jüngsten Tag eine Probe. Und wenn er die Probe besteht, geht er ins Paradies, und wenn er die Probe nicht besteht und nicht glaubt, geht er in die Hölle. Das heißt, wenn das so ist, dann hat er am jüngsten Tag diese Probe nicht bestanden. Und der Prophet weiß schon durch die Eingabe von Allah, dass sein Vater diese Probe nicht besteht. Das heißt, egal womit du kommst, es gibt immer eine Erklärung. Verstanden? Alhamdulillah. No, dann. Dann sollen Muslime gut zu ihren Eltern sein. Ja? Die sagen ja, einmal steht im Koran, die Muslime sollen gut zu ihren Eltern sein, egal ob die Ungläubige sind oder nicht. Und einmal steht, und das ist in Suratul Mujadala, steht im letzten Vers, steht, Entschuldigung, weil ich will das vorlesen auf Arabisch, damit man das Dreck hat. Da steht im letzten Vers, Mujadila, Suratul Mujadila, steht, du wirst kein Volk finden, was an Allah und den jüngsten Tag glaubt und dabei diejenigen liebt, die sich Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln. Oder Zuneigung zeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln, auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Jene, in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit dem Geist von sich gestärkt und so weiter, sie sind die Partei Allahs und so weiter. So, jetzt sagt er, guck mal, hier steht, keine Liebe für die Menschen, beispielsweise die Ungläubigen, auch wenn sie die Väter sind und so weiter. Als erstes sagen wir, dieser Vers wurde speziell herabgesandt für die Leute von Badr, die ihre Eltern mit ihren Familienmitgliedern gekämpft haben und sie getötet haben. So, diese Familienmitglieder, die dort gegen die gekämpft haben, war das der normale Käfir von nebenan? Nein. Das war jemand, der den Propheten mit dem Schwert bekämpft hat. Punkt 1. Punkt 2, es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und jemanden gut behandeln. Das heißt, wenn du die Eltern gut behandelst, oder irgendjemanden, sagen wir lieber, irgendjemanden gut behandelst, heißt nicht unbedingt, dass du ihn lieben musst. Dann aber der nächste Punkt ist, dass wir im Islam unterscheiden zwischen natürlicher Liebe und zwischen dieser Liebe, die im Glauben ist. Das heißt, bei deinen Eltern, du hast den Unglauben von ihnen, aber die natürliche Liebe hat man. Wenn jemand jetzt nicht voll daneben ist, ja. Zum Beispiel der Prophet Mohammed hat Abu Talib geliebt. Hat Abu Talib geliebt. Und das ist die Erklärung dafür. Das heißt, du kommst von drei verschiedenen Richtungen. Ist also, zeigt wieder nur, dass diese Menschen gar keinen Verstand haben von den islamischen Konzepten. Dann kommen sie hier, wie viele Mütter hat ein Muslim? Steht einmal, ihr habt nur eure leibliche Mutter. Einmal steht die Milchmutter. Und einmal steht die Mütter der Gläubigen. Oh, das ist ein Widerspruch, ne? Ja, hier sind natürlich drei verschiedene Sachen. Einmal die leibliche Mutter, einmal die Milchmutter. Das heißt, wenn eine fremde Frau, die nicht die leibliche Mutter ist, dem Kind Milch gibt, ganz am Anfang, wo sie am Säugnis ist, einmal die Mütter der Gläubigen. Aisha, Khadija und so weiter. Naja, okay, ohne Kommentar. So, dann sagen Sie, wie viele Tage hat Allah gebraucht, um Ad zu zerstören? Wie viele Tage hat Allah gebraucht, um Ad zu zerstören? Dann steht einmal, dann schreiben Sie wieder schön, einen Tag, acht Tage, sieben Nächte. Dann denkst du natürlich, boah, einmal steht, wir haben Ad in einem Tag zerstört. Wir haben einen Tag gebraucht, um Ad zu zerstören. Aber dann guckst du dir den Vers an, der Vers sagt was ganz anderes. Da steht Sure 54, Vers 19, wir sandten ja gegen sie, also gegen Ad, einen eiskalten Sturm an einem langen, unheilvollen Tag. Das heißt, hier geht es gar nicht um die Dauer dieses Sturms, sondern hier geht es nur um den Anfang dieses Sturms, dass dies ein langer, unheilvoller Tag war. Ist genauso wie mit Hitler, ja? Wenn ich sage, an einem unheilvollen Tag fiel das deutsche Heer über die Polen her. Dann sagt der andere, hey, Widerspruch. Das hat doch eine Woche gedauert. Nicht nur einen Tag. Hey, ich habe nicht gesagt, hat nur einen Tag gedauert. Ich habe gesagt, an einem unheilvollen Tag fielen sie über die her. Und hier steht genauso, an einem unheilvollen langen Tag kam der eiskalte Sturm. Und wie lange hat der gebraucht? 7 Nächte und 8 Tage.
es geht weiter und weiter, diese starken Argumente gegen den Islam, diese extrem starken Argumente. Dann, guck hier, die nächste Knaller. Schnelle oder langsame Schöpfung. Einmal sagt Allah, er hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Einmal sagt er, wenn er erschafft, braucht er nur zu einer Sache zu sagen, sei und sie ist. Oh, was für ein Widerspruch. Ja, das eine Mal geht es um die Fähigkeit von Allah, im Nullkomma nichts zu erschaffen. Das eine Mal geht es um die Erschaffung der Welt. 2 verschiedene Paar Schuhe. Nummer 32. Auseinandergehen oder zusammenkommen. Die Himmel und Erde gingen auseinander oder kamen zusammen. Einmal steht, sie waren zusammen. Und das ist übrigens etwas, was von der modernen Naturwissenschaft, von der modernen Wissenschaft bestätigt wird. Das ist Sure 21, Vers 30. أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren und wir haben sie getrennt? Das war am Anfang. Hier sagen einige Gelehrte, das ist mit der Urknalltheorie zu vereinbaren. Weil die Urknalltheorie sagt, dass am Anfang Himmel und Erde zusammen waren, auseinandergegangen sind. Jetzt, am Ende, wo die Schöpfung erschaffen ist, sagt Allah, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Das ist Sure 41. Aber wenn man mal präzise ist, hier sagt Allah nicht, kommt zusammen und vermischt euch. Er sagt, kommt. Nicht kommt zusammen, nicht vermischt euch. Und außerdem, wenn er sagen würde, vermischt euch, kein Problem. Ist danach passiert. Ja, das Ehepaar ging auseinander, hat sich geschieden, hat nach 10 Jahren wieder geheiratet, beispielsweise. Nur als Erklärung, wie gesagt, es geht nicht um die Erklärung der Verse, es geht nur darum zu zeigen, mit was für dämlichen Mitteln diese Leute arbeiten, dass sie keinen einzigen Widerspruch finden. Und das ist ein Beweis, dass der Koran das wahre Wort Gottes ist. So, dann. Ach so. Genau, dann sagen sie, steht im Koran nicht alles drin? Im Koran steht alles drin, aber es steht ja gar nicht alles im Koran drin hier. Ja? So, und dann bringen sie 2 Verse. Den ersten Vers, den sie bringen, ist Sure 6, Vers 38. Und das zeigt wieder ihre Ignoranz bezüglich des Islams. Da steht, es gibt kein Tier auf der Erde und kein Vogel. Ja? Und dann geht es weiter, die nicht Gemeinschaft sind. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Um welches Buch geht es hier? Geht es hier um den Koran? Nein, hier geht es um Lawh al-Mahfuz. Das alles, Lawh al-Mahfuz, ist das Buch bei Allah im Himmel, wo alles drinsteht, was geschehen wird. Ja, das sind also 2 verschiedene Paar Schuhe. Dann schreiben sie, wir haben dir das Buch offenbar als klare Darlegung von allem. Ja? Dann sagt Mujahid, wenn dieser Vers bedeutet, von dem Koran, hier ist der Koran mit gemeint, als klare Darlegung von alles, sagt er, mimma ahalla lahum wa harama alayhim. Mimma ahalla lahum wa harama alayhim. Das heißt, dieser Vers bedeutet, alles was halal und haram ist, ist in diesem Koran drin. Und wo noch? In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil der Koran sagt, glaub an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So. Von was wurde der Mensch erschaffen, haben wir eben schon gesagt. Die in demselben Gott, haben wir eben gesagt. Dann gibt es Fürsprache oder nicht? Gibt es Fürsprache oder nicht? Guck mal, jetzt ist wieder Am wa Khas. Allah sagt an einem Vers, sagt er, Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yawmin la bay'un fi wa la shafa'atun wa la khullatun wa la shafa'atun wa kafirun hum adh-dhalimun. Spendet von dem, was wir euch gegeben haben, bevor ein Tag kommt. Ich übersetze jetzt nur den Teil, der für uns sehr wichtig ist, wo es keine Shafa'a gibt. Es gibt keine Schäfer an dem Tag. So, jetzt kommt ein anderer Vers, wieder Am wa Khas, speziell und allgemein. Da sagt er, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'ithni. Wer macht bei ihm Fürsprache ohne seine Erlaubnis? Also, es gibt keine Fürsprache, außer mit der Erlaubnis von Allah. Und an anderer Stelle sagt er, Wa la yashfa'una illa liman irtada. Und sie machen, es gibt keine Fürsprache, außer für die, mit denen er zufrieden ist. Was haben wir gesagt? Außer... Wie eben dieses Beispiel, ja, das Blut ist euch verboten, da sagt der Prophet, Uhillat lana maitatan wa damman, 2 Tote und 2 Blutarten sind uns erlaubt worden. Und hier ist es genauso, es gibt eine Shafa'a manfiya, eine Fürsprache, die abgelehnt wird, das ist die Fürsprache, wo Allah nicht mit dem zufrieden ist, für den Fürsprache gemacht wird, und wo Allah demjenigen, der Fürsprache macht, keine Erlaubnis gibt. Denn im Islam gibt es 2 Arten von Shafa'a, einmal Shafa'a manfiya,
die abgelehnte Fürsprache und einmal Shafa'am Muthbita. Die, das ist die Fürsprache, die durchgesetzt wird. Da. So weiter. Dann, wo ist Allah und sein Thron? Dann schreiben sie einmal an der Halsschlagader und einmal im Himmel. Subhanallah. Dann gucken wir uns mal den Vers an. Was sagt Allah im Koran? Da sagt er in Surah 5, Vers 16, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wir sind näher zu ihm als eine Halsschlagader. Dann kommt die Erklärung. Warum? إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Wenn die Schreiber auf der rechten und auf der linken Seite von ihm sitzen und schreiben, was er für Taten macht. Das ist damit gemeint. Mit dem, wir sind näher als die Halsschlagader. Und das ist eine, das ist, um uns aufmerksam zu machen, dass Allah alles sieht, alles weiß. Dann, Surah 54, Vers 84 und Vers 85. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Wir sind näher von ihm als ihr. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Aber ihr seht das nicht. In Surah Al-Waqiyah. Was ist damit gemeint? Sagt der Sahabi, damit ist gemeint, wenn die Seele rausgezogen wird. Weil davor steht, أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْكَكُمْ أَنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Was ist, wenn die Seele zum Hals aufsteigt? Das heißt, der ist näher. Die Engel, die diese Seele rausziehen zu Panama. Und natürlich, Allah ist mit seinem Wissen überall und mit Bivati Fawqal Arsch. Wie Abu Zayd al-Kairawani sagt in Aqidah von Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Das heißt, näher als die Halsschlagader mit seinem Wissen und mit seinem Wesen über dem Thron in einer Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt. Wo kommt das Schlechte her? Haben wir schon gehabt. Dann, etwas anderes Schönes. Da sagt Allah in Surah 71, Vers 19, sagt er, وَاللَّهُ جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاتًا. Allah hat die Erde für euch zu einem Teppich gemacht. Sag ich hier wie die Erde, Teppich? Dann sagen wir als allererstes, Kollege, wir können einen Teppich nicht nur auf einer Fläche ausbreiten, sondern auch auf einer Sphäre. Beispielsweise, wenn wir einen riesengroßen Globus haben, können wir einen Teppich drauf auslegen. Punkt 1. Punkt 2, was heißt Erde? Erde hat verschiedene Bedeutungen in der arabischen Sprache. Ich kann mit der Erde unseren Planeten meinen. Ich kann mit der Erde Staub meinen, den ich in der Hand habe, Dreck, so was wir Dreck nennen. Ich kann mit der Erde auch ein Stück Land meinen. Und ich kann mit der Erde was meinen? Die Erdkruste. Und jetzt gucken wir mal genau, was wir in diesem Jahrhundert entdeckt haben. In diesem Jahrhundert haben wir festgestellt, dass die Erdoberfläche nur bis zu 81 Kilometer dick ist. Und wann, wo legen wir einen Teppich hin? Wir legen normalerweise einen Teppich irgendwo hin, wo es unbequem ist zu gehen, damit es bequemer wird zu gehen. So, und diese Erdkruste, ja, worüber liegt die? Wir wissen jetzt, dass das Innere der Erde heiß und flüssig ist. Das heißt, diese Erdkruste ist wie ein Teppich über dieses heiße Flüssige. Und warum? Und das kommt danach in dem Vers. لِتَسْلُكُ مِنْهَا ثُبُلًا فِجَاجًا. Damit ihr auf den Wegen der Erde gehen könnt. Denn wenn die Erde heiß und flüssig wäre, könntest du nicht drauf gehen. Damit ihr da hinziehen könnt. Das heißt, das, was du als Widerspruch nimmst, ist im Gegenteil ein glasklarer, wissenschaftlicher Beweis, dass der Koran niemals vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam hergestellt worden sein kann. So weiter. Dann, wo ist Allah und sein Thron? Dann schreiben sie einmal an der Halsschlagader und einmal im Himmel. Subhanallah. Dann gucken wir uns mal den Vers an. Was sagt Allah im Koran? Da sagt er in Surah 5, Vers 16, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wir sind näher zu ihm als eine Halsschlagader. Dann kommt die Erklärung. Warum? إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Wenn die Schreiber auf der rechten und auf der linken Seite von ihm sitzen und schreiben, was er für Taten macht. Das ist damit gemeint. Mit dem, wir sind näher als die Halsschlagader. Und das ist eine, das ist, um uns aufmerksam zu machen, dass Allah alles sieht, alles weiß. Dann, Surah 54, Vers 84 und Vers 85. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Wir sind näher von ihm als ihr. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Aber ihr seht das nicht. In Surah Al-Waqiyah. Was ist damit gemeint? Sagt der Sahabi, damit ist gemeint, wenn die Seele rausgezogen wird. Weil davor steht,
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم مكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. Was ist, wenn die Seele zum Hals aufsteigt? Das heißt, der ist näher. Die Engel, die diese Seele rausziehen, subhanallah. Und natürlich, Allah ist mit seinem Wissen überall und mit Bidati Fawqal Arsch. Wie Abu Zayd al-Kairawani sagt in Aqidah von Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Das heißt, näher als die Halsschlag mit seinem Wissen, mit seinem Wesen über dem Thron in einer Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt. Wo kommt das Schlechte her? Haben wir schon gehabt. Dann etwas anderes Schönes. Da sagt Allah in Surah 71, Vers 19, sagt er, Wallahu ja'alakum al-arda bisata. Allah hat die Erde für euch zu einem Teppich gemacht. Sag ich hier wie die Erde, Teppich? Dann sagen wir als allererstes, Kollege, wir können einen Teppich nicht nur auf einer Fläche ausbreiten, sondern auch auf einer Sphäre. Beispielsweise, wenn wir einen riesengroßen Globus haben, können wir einen Teppich drauf auslegen. Punkt 1. Punkt 2. Was heißt Erde? Erde hat verschiedene Bedeutungen in der arabischen Sprache. Ich kann mit der Erde unseren Planeten meinen. Ich kann mit der Erde Staub meinen, den ich in der Hand habe, Dreck, so was wir Dreck nennen. Ich kann mit der Erde auch ein Stück Land meinen. Und ich kann mit der Erde was meinen? Die Erdkruste. Und jetzt gucken wir mal genau, was wir in diesem Jahrhundert entdeckt haben. In diesem Jahrhundert haben wir festgestellt, dass die Erdoberfläche nur bis zu 81 Kilometer dick ist. Und wann, wo legen wir einen Teppich hin? Wir legen normalerweise einen Teppich irgendwo hin, wo es unbequem ist zu gehen, damit es bequemer wird zu gehen. So, und diese Erdkruste, ja, worüber liegt die? Wir wissen jetzt, dass das Innere der Erde heiß und flüssig ist. Das heißt, diese Erdkruste ist wie ein Teppich über dieses heiße Flüssige. Und warum? Und das kommt danach in dem Vers. لِتَسْلُقُ مِنْهَا ثُبُلًا فِجَاجًا. Damit ihr auf den Wegen der Erde gehen könnt. Denn wenn die Erde heiß und flüssig wäre, könntest du nicht drauf gehen. Damit ihr da hinziehen könnt. Das heißt, das, was du als Widerspruch nimmst, ist im Gegenteil ein glasklarer, wissenschaftlicher Beweis, dass der Koran niemals vom Propheten Mohammed s.a.w. Hergestellt worden sein kann. Was haben wir noch? Guck mal, dann sagen sie, befiehlt Allah euch Böses, befiehlt Allah Schlechtes. Und wisst ihr, was sie dann als Beispiel nehmen? Da bringen die Sure 2, Vers 189, wo Allah sagt, ja, und in der Nacht, befiehlt Allah euch Böses und erlaubt er euch Böses. Und guck mal, was die jetzt bringen, Damit man wirklich jemand weiß, wie diese Menschen, was sie für eine Mentalität haben. Da bringen die Sure 2, Vers 189, wo steht, dass man in der Nacht des Fastens mit seiner Frau schlafen darf. Sagen die, guck, Allah erlaubt euch das Böse und befiehlt euch das Böse, weil du mit der Frau im Ramadan fasten darfst, wenn Nacht ist. Boah, was seid ihr Brüder? La ilaha illallah. Es ist was Böses, mit deiner Ehefrau zu schlafen. Subhanallah, wir können leider nichts dafür, wenn ihr ein bisschen verklemmt seid. Dann können wir nichts früher. Alhamdulillah, bei uns im Islam, wir sind ganz locker in dieser Beziehung. Das heißt, wenn du mit einer Frau verheiratet bist, Alhamdulillah, du kannst mit der Frau machen, was für dich erlaubt ist. Du kannst im Prinzip alles machen, außer bestimmte Sachen. Und halt im Ramadan kannst du in der Nacht mit dir schlafen. Alhamdulillah, wo ist das Problem? Das ist was Böses? Aber bei euch ist das das Fleischliche. Nein. Das ist etwas, was nicht schön ist. Subhanallah. Aber du gehst raus auf die Straße, FKK, nackte Frau, Werbung, Striptease, Club, Dest. Guck, Subhanallah, was für ein Widerspruch. Was für eine Heuchelei. Die perverseste Gesellschaft aller Zeiten, ja? Mit Zwingerclub und allem drum und dran. Und dann sagen, guck mal, im Islam, der Mann darf mit seiner Frau schlafen im Ramadan. Wenn es Nacht geworden ist, guck mal, was für ein Quatsch das ist, subhanallah. Dann kommen sie mit dem nächsten Knaller. Ich muss mal kurz gucken hier. Pass
auf, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Sie haben gesagt, guck mal, Allah befiehlt den Leuten, Schlechtes zu tun. Als allererstes, wir könnten dieses Befehl auch von der Verherbestimmung sehen. Aber trotzdem, und subhanallah, in dieser Übersetzung ist es falsch übersetzt. Und bei Max Hennig ist es richtig übersetzt. Ja, dann hier, der Vers ist, Sure 17, Vers 16. Und wenn wir eine Stadt vernichten befehlen, befehlen wir denjenigen, die in ihr üppig leben, und jetzt macht er in Klammern, weil das nicht da steht, zu freveln. Und wenn sie dann freveln, ja, dann so bewahrheit sich das Wort gegen sie und dann zerstören wir sie vollständig. Aber da steht nicht freveln, sondern die wahre, da die richtige Deutung ist, wenn wir eine Stadt vernichten wollen, welcher Wille ist das? Der Wille Kaunia, inshallah, Allahu alam. Wenn wir die vernichten wollen, dann befehlen wir denen Gutes zu tun und dann freveln sie und dann vernichten wir. Wisst ihr, wer das übersetzt? Max Hennig, der kein Muslim ist. Das heißt, Allah befiehlt denen nicht zu freveln, sondern befiehlt denen Gutes zu tun, dann freveln sie. Das heißt, was haben die Kuffar hier gemacht? Diese hinterhältigen Menschen, die haben eine falsche Übersetzung genommen. Und das kommt auch oft vor, das werden wir jetzt noch öfter sehen. Das heißt, die nehmen eine falsche Übersetzung und sagen, guck mal, Allah befiehlt den Menschen, Schlechtes zu tun. Hier, einmal befiehlt er den Männern, sie dürfen im Ramadan mit ihrer Frau schlafen. Oh, wie gefährlich. Und einmal befiehlt er den Leuten zu freveln, und wenn sie dann freveln, vernichten wir sie. Aber falsche Übersetzung, er befiehlt ihnen Gutes zu tun. Dann wird es Befragung im Paradies geben. Jetzt gut aufgepasst. Das sind wieder diese Geschichten mit jüngster Tage. Ich will das nur kurz illustrieren. Ja? Es ist immer dasselbe, immer andere Situationen hier. Die allgemeine Lage im Paradies wird hier beschrieben. Sure 52, Vers 25. Sie wenden einander zu und fragen sich gegenseitig. Das heißt, sie sind im Paradies, wenden einander zu und fragen sich gegenseitig. Möge Allah uns von denjenigen machen. Amen. Und jetzt kommt Sure 23, Vers 101. Guck, eine ganz andere Situation. Wenn ins Horn geblasen wird, was ist, wenn ins Horn geblasen wird? Die Menschen stehen wieder auf. Dann fragen sie sich nicht mehr gegenseitig. Das ist eine andere Situation. Wenn ins Horn geblasen wird, sind die Menschen noch gar nicht im Paradies. Aber die schreiben, befragt man sich im Paradies oder nicht? Hier, der zweite Vers hat gar nichts mit Paradies zu tun. Aber so versuchen die Verse an andere Stellen zu setzen, um die Leute zu verwirren. Weiter im Text. Wir machen jetzt alles. Dhulkarnain. Da sagen die, im Koran steht, Dhulkarnain war ein rechtschaffener Mann. Aber Dhulkarnain ist Alexander der Große. Und Alexander der Große ist laut geschichtlichen Tatsachen ein Muschrik, ein Götzendiener gewesen. Wir sagen erstmal, deine geschichtlichen Tatsachen, wenn der Koran dagegen spricht, ist der Koran richtig. Wo ist dein Beweis, dass Alexander der Große nicht den Islam angenommen hat? Also den allgemeinen Islam, die Gott ergeben hat, dass er nicht nachher ein Monotheist gewesen ist. Nirgendwo. Punkt 1. Punkt 2, wo steht Alexander der Große? Hier steht nicht Alexander der Große, hier steht Dhulkarnain. Ich fordere jeden heraus, er soll mir Alexander der Große bringen. Stimmt, einige Mufassirun haben mir gesagt, einige Erklärer vom Koran haben gesagt, das wäre Alexander der Große. Aber wo steht das? Nirgendwo steht das. Das heißt, du kannst nicht irgendeinen Vers nehmen und sagen, ja hier, im Koran steht gar nicht im Koran. Und von daher ist dieser Punkt schon mal raus. Dann sagen sie, der Koran würde sagen, die Sonne geht im Schlamm unter. Analysieren wir mal. Allah sagt im Koran, in Sure 18, ich glaube Vers 86 oder so, sagt er, فَأَتْبَأَ سَبَبَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَرِّبَ شَمْسِ وَجَدَهَا تَرُّبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ. Ja, das heißt, bitten, dann ist er zum Ort des Sonnenuntergangs gegangen. Dhulkarnain. Was ist der Ort des Sonnenuntergangs bei den Arabern? Das Meer, beziehungsweise ein großes Gewässer, wo du nicht mehr weiterkommst. Dort, wo die Sonne untergeht. Dann sagt er, und er hat gefunden, erste Beschreibung, sprachliche Erklärung, als wenn die Sonne in einer schlammigen Quelle untergeht. Weil wenn du am Meer stehst, sieht das so aus, als wenn die Sonne da untergeht. Das heißt, was Allah hier beschreibt, ist das, was Dhulkarnain beobachtet hat. Wenn ich sage, der Student hat in der Mathearbeit geschrieben, 2 plus 2 ist 5, heißt das dann, dass ich einen Fehler gemacht habe? Nein. Ich beschreibe nur, dass der Student einen Fehler gemacht hat. Und er sagt dir nur das, was Dhulkarnain beobachtet hat. Er hat sie gefunden. Es erschien ihm so, als wenn die Sonne in einer schlammigen Quelle umgeht. Und die andere Erklärung ist, auf wen bezieht sich das Vieh in einer schlammigen Quelle?
Ich habe die Sonne gestern übrigens auch untergehen sehen. Wisst ihr wo? Bei mir im Garten. Ja, die ist bei mir im Garten untergegangen. Subhanallah. Bei uns im Feld ist die untergegangen, im Feld bei uns. Ist die Sonne untergegangen. Subhanallah, ganz klarer Fall. Das heißt, von der sprachlichen Seite kann niemals jemand sagen, dass jemand gesagt hat, dass die Erde in die Sonne, dass die Sonne in die Erde untergeht. Punkt. Sondern, das ist das, was Zulkarnain beschrieb, von der sprachlichen Seite her, lassen sich wieder zwei Dinge erklären. Dann, wieder derselbe Punkt wie eben, ist Allah der einzige Wali? Einmal sagt Allah, er ist der einzige Wali. Einmal sagt er, die Gläubigen sind Wali, Schutzherren. Einmal sagt er, die Gesandten sind Ali. Dann sagen wir wieder, ja, CDU hat einen Präsident, einen Schatzmeister und einen Kassenwart. Ja, wieder genau dasselbe. Das heißt, die Gläubigen sind nur dein Wali und der Prophet, der Gesandte, weil du Allah zu deinem Wali genommen hast. Ganz einfach. Dann vergibt Allah Schirk, haben wir eben schon erklärt. Ja, aber nur diesseits, und wer damit stirbt, geht für alle Ewigkeit in die Hölle. Dann jetzt das nächste, haben die Israeliten aufgehört, guck mal, so steht die Frage dann da, haben die Israeliten aufgehört, das Kalb anzubeten, bevor Moses zurückkam oder nachdem? Bevor oder nachdem? Jetzt. Haben die aufgehört, das anzubeten, bevor oder nachdem? Dann steht dann vorher, nachher, und dann bringen sie diesen Vers, vorher, nachher. Dann guckt man mal, ob da steht, ob die vorher aufgehört haben oder nicht. Ja. Und als sich bei ihnen die Reue einstellte und sie sahen, dass sie bereits irregegangen waren, sagten sie, wir bereuen und so weiter. Das ist Sure 7, Vers 149. Das heißt, bevor Moses wiederkam, haben sie bereut. Jetzt steht in Sure 20, Vers 91, steht, dass sie zueinander gesagt haben, wir werden nicht davon ablassen, uns seine Andacht hinzugeben, also der Andacht von dem Kalb, bis Musa zu uns zurückkehrt. Widerspruch hier. Die haben gesagt, wir werden nicht aufhören, den anzubeten, bis Musa zurückkehrt. Aber hier steht, bevor Musa zurückgekehrt ist, haben sie aufgehört, es anzubeten. Ganz einfach zu erklären. Sie haben gesagt, wir werden nicht aufhören. Das heißt aber nicht, dass sie nachher nicht doch aufgehört haben. Zum Beispiel eine Frau sagt, ich werde niemals Kopftuch tragen. Am Ende trägt sie trotzdem Kopftuch. Allah sagt hier nicht, sie haben nicht aufgehört, das Kalb anzubeten, bis Musa zurückkam, sondern sie sagen, sie nehmen sich etwas vor. Aber das heißt nicht, dass das, was sie sich vorgenommen haben, dass sie das am Ende auch tatsächlich durchführen. Logischerweise. Genauso wie eine Frau, die sagt ja, ich will mit 15 Jahren anfangen, das Kopftuch zu tragen. Und dann trägt sie es trotzdem nicht. Das eine ist kein Widerspruch vom anderen, sondern sie hat sich vertan. Hier, wenn ich dann sage, ja, sie trägt das Kopftuch mit 15, aber sie hat es doch nicht getragen. Ist ja ein Widerspruch. Nee, sie hat das eine Mal nur gesagt, sie hat vor, das zu tragen. Und hier die auch, die Israeliten haben gesagt, wir werden das tun. Das heißt, sie haben vorgehabt, nicht aufzuhören, dieses Kalb anzubeten, bis Musa zurückkehrt. Aber was sie am Ende machen, ist eine andere Geschichte. Dann, hatte Aaron mit Schuld, dass sie das Kalb angebetet haben. Ja? Dann steht in Sure 20,85, wie Aaron versuchte, sie davon abzuhalten, das Kalb anzubeten. Also mit anderen Worten ist es nicht schuld. An anderer Stelle steht, dass Musa zurückkommt. So, also das heißt, nochmal die Frage, war Aaron mit daran schuld, dass sie das Kalb angebetet haben? Ja? Dann steht ja, nein. Dann bringen sie ja, wenn du den Vers durchliest, steht dann da, ja, dass er versucht hat, die davon abzuhalten. Und dann bei nein, also er war schuld daran, dass er die angebetet hat, steht, dass Moses zu Aaron sagt, oh Aaron, was hat dich, als du sie irgendwie sahst, davon abgehalten, mir zu folgen? Das heißt, es geht gar nicht darum, dass er schuld war, sondern dass er, als er gesehen hat, dass die irre gehen, warum bist du mir nicht hinterhergekommen mit den Leuten, die glauben? Das heißt, das eine hat mit dem anderen, das hat absolut nichts mit einem Widerspruch zu tun. Habt ihr es verstanden? Ja? Das eine Mal sagt er, er hat die davon abgehalten, also er war nicht schuld, dass sie das Kalb angebetet haben. Das andere Mal, Moses schelte die nicht dafür, dass sie das Kalb angebetet haben. Moses sagt nicht zu ihm, hey, warum hast du denen gesagt, die sollen das Kalb gießen? Er sagt zu ihm, warum bist du mir nicht gefolgt, als sie das gemacht haben? Warum hast du die nicht verlassen und bist mir hinterhergekommen? Dafür tadelt er ihn, weil er ihm gesagt hat, er soll ihm hinterher folgen, wenn sie es machen. Und nicht, weil er das Kalb mit angebetet hat. Dann, wurde Jonas an das kahle Land geworfen? Dann steht ja, nein. Jetzt gucken wir mal, worum geht's? Worum geht's hier in dem Vers? Dann warfen wir ihn auf das kahle Land. Dann warfen wir ihn auf das kahle Land.
Und an anderer Stelle steht, wenn ihn Jonas nicht eine Gunst, also Jonas, nicht eine Gunst von deinem Herrn erreicht hätte, wäre er mit Schimpf bedeckt an das kahle Land geworfen worden. Also der Unterschied ist nicht, dass sie an das kahle Land geworfen worden sind, sondern der Unterschied ist mit Schimpf bedeckt. Das ist der Unterschied. Ja, nein, nein. Dieser Vers sagt nicht, er ist nicht ans kahle Land geworfen worden. Er sagt, er wäre mit Schimpf bedeckt an das kahle Land geworfen worden. Klar? Verstanden? Sonst wiederhole ich das, dass das ganz deutlich wird. Ja? So, dann, guck mal jetzt hier diese Logik. Guck mal die Logik. Wie konnte Moses vom Injil berichten, wo noch gar kein Injil da war? Hier, 7,57, Gott sagt zu Moses, meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und spenden unsere Zeichen glauben. Und die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Also Moses sagt zu ihm, ich werde meine Barmherzigkeit denjenigen geben, die später kommen nach dir, die den Propheten folgen, den sie in der Tora, das Buch, was wir dir gegeben haben, und in dem Injil finden, was wir dem Propheten Isa nachher geben werden. Subhanallah, war Moses kein Prophet? Konnte Moses nicht wissen, dass danach noch ein Injil kommen wird? Das heißt, wo ist hier der Witz? Man sagt, ja, Moses konnte doch noch gar nichts vom Injil wissen, weil das Injil war ja noch gar nicht offenbart. Ich habe gedacht, Moses wäre ein Prophet gewesen. Mir wird gesagt, was danach eventuell offenbart wird. Aber zur selben Zeit sagen dieselben Christen, im Alten Testament gibt es tausende Prophezeiungen, tausende, wo steht, dass Gott als Mensch auf die Welt kommen wird, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Erstmal steht an keiner Stelle in der Bibel, erstmal. Und zweitens, Spana, wenn du sagst, dass die vorher davon berichtet haben, dass Jesus kommt, wieso glaubst du dann nicht daran, dass vorher berichtet wurde, dass Jesus mit dem Evangelium kommt? Guck mal, wie unlogisch das ist, Subhanallah. Alles okay, Bruder? Ja. Ist okay? Injil, Evangelium. Injilium, Evangelium. Ja, das heißt, die werden Mohammed im Evangelium in der Tora finden. Den Namen. Dann kann Verleugnung anständiger, treuer Frauen vergeben werden. Das steht in Sure 24, Vers 5, 4 und 5 steht, diejenigen, die ehrbaren Frauen der Unzucht beschuldigen und dann keine vier Zeugen bringen, geißelt sie mit 80 Peitschen hin und nehmt niemals mehr Zeugenaussage von ihnen an. Das sind die wahren Frevler, außer, wieder Arm und Chas, speziell und allgemein, außer, die nach all dem bereuen und sich bessern. So, die Frage war, wird Gott denen vergeben? Ja, nein. Jetzt denkst du im anderen Vers, wo steht, den wird nicht vergeben. Hier ist schon erklärt, die danach um Vergebung bitten und bereuen, den wird vergeben. Jetzt kommt der nächste Vers, Jetzt denkst du, in dem Vers würde stehen, wer die anständigen, treuen Frauen beschuldigt, der Unzucht beschuldigt, den wird nicht vergeben. Aber was steht da? Da steht was ganz anderes. Da steht gewiss, und das ist wieder Täuschung. Gewiss, die ehrbaren, keuschen Frauen beschuldigen, ja, also verleugnen, sind verflucht im Diesseits und Jenseits. Aber verflucht heißt nicht, dass dem nicht vergeben wird irgendwann. Und die Bedingung, dass sie Gott um Vergebung gebeten haben, ist nicht hier. Hier steht nicht, die haben Gott um Vergebung gebeten. Und wir wissen, wenn jemand eine große Sünde gemacht hat, der Fluch kann irgendwann aufhören. Die einzige Sünde, die nicht vergeben wird, auch solange, der bleibt für ewig in der Hölle, ist der Schirk macht, ganz klar. Dann der nächste super Widerspruch, angebliche Widerspruch. Die sagen, Dhulqarnain hat einen Wall gebaut, wo er diese Yajuj und Majuj also eingeschlossen hat. Und dann sagen sie, ja, wo ist denn dieser Wall? Der muss ja riesengroß sein. Warum sehen wir den nicht auf dem Satellitenbild heute? Subhanallah, wir sagen, wenn ihr euch ein bisschen mit Archäologie auseinandergesetzt hättet, dann würdet ihr wissen, dass man heute so viele Städte findet, die verschüttet sind, verschüttete alte Städte findet, die noch unter der Erde sind. Wie könnte dann jetzt auf so eine dämliche Idee kommen? Das zeigt nur, wie unwissend diese Leute sind. Und außerdem könnte Allah es machen, weil Allah allmächtig ist, dass wir diesen Wall nicht sehen. Khalas. Dann Masjid al-Aqsa. Allah sagt im Koran, Subhanalladhi asra bi abdihi layla min al-Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa. Gepriesen sei derjenige, der seinen Diener in der Nacht von der Masjid al-Haram zum Masjid al-Aqsa gebracht hat. Dann sagen die historischer Fehler. Masjid al-Aqsa, die gab es damals noch gar nicht. Die wurde erst von den Muslimen gebaut. Dann sagen wir, Masha'Allah.
Subhanallah, damals haben Juden gelebt, die haben an Mohammed geglaubt. Dieser Vers wurde in der mekkanischen Zeit offenbart. Und die Menschen sind viele auf Handelsreisen auch dorthin gereist. Und ihr sagt jetzt, die haben alle an Mohammed geglaubt, 126.000 Stück. Und die wussten, dass da ein totaler Fehler im Koran ist, dass es die Masjid al-Aqsa noch gar nicht gibt. Guck mal, was das für ein Schwachsinn ist. Was heißt Masjid al-Aqsa? Wir meinen in Masjid nicht das Gebäude, was heute da steht und neu errichtet worden ist, sondern Masjid bedeutet ein Ort, an dem Sujud gemacht wird, Niederwerfung. Und das ist ganz klar. Wie kriegen wir am jüngsten Tag die Bücher? Guck mal wieder, es ist langweilig, ne, oder? Es ist echt langweilig, oder nicht? Ja, guck mal, ihr guckt mich schon so gelangweilt an. Aber ich muss das alles widerlegen, Brüder. Aber guck mal, mit was für einem hohlen Schwachsinn diese Menschen kommen. Daran siehst du, dass die kein Argument gegen den Islam haben. Seht ihr das? Seht ihr das augenscheinlich mit eigenen Augen? Und das sind die stärksten Widerleger des Islam. Das sind die Leute, die hunderttausende Menschen rüberholen wollen zum Christentum und teilweise auch kriegen, weil die es mit unwissenden Muslimen zu tun haben, die den Koran nicht richtig lesen. Guck mal. Guck mal, mit was für einem Quatsch. Pass auf, jetzt kommt der nächste Knaller. Der nächste Knaller kommt jetzt. Jetzt sagen die, hey, im Koran steht einmal, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Wem die, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Wem das Buch, da kriegen wir die Bücher, wo alles drin steht, was wir getan haben, in die linke Hand gegeben wird, ja? Das heißt, der ist verloren. Einmal steht, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ذَهْرِهِ Wem das Buch von hinter dem Rücken gegeben wird. Okay, kein Problem. Dir wird das Buch von hinter dem Rücken gegeben. Worein wird es dir gegeben? Womit nimmst du das Buch? Bist du ein Känguru oder wie? Kriegst du hier rein? Du musst es ja in irgendeine Hand nehmen. Das heißt, du kriegst von hinter dem Rücken in die Hand. Die Logik, die Logik, die Logik. Die Logik ist sehr wichtig. Wir brauchen die. Und wie gesagt, das ist nicht gegen irgendwelche die normalen Otto Normalverbraucher Christen, sondern es ist gegen diese Leute, die absolut Islamfeinde sind und so tun, als wenn es im Islam Widersprüche gibt. Und glaub mir, du redest mit euch, im Koran gibt es so viele Widersprüche, Mashallah. Die haben wir heute gesehen, die Widersprüche. Im Koran gibt es 100, ja, da gibt es so viele Widersprüche. Der Koran ist voller Widersprüche, das haben wir heute gesehen, Mashallah. Mann, oh Mann, was gibt es hier viele Widersprüche? Pass auf, jetzt kommt der nächste Widerspruch. Guck mal, wenn man keine Argumente hat, dann tut man so, als wenn man Argumente hat. Kennt ihr diese Regel? Wenn man keine Argumente hat, tut man so. Guck mal, im Surah 4, Vers 71 steht, La takulu thalatha. Mit thalatha ist hier Trinität gemeint. Das heißt, sagt nicht, Gott ist einer von drei. Wisst ihr, was sie sagen? Widerspruch. Weil wir müssen ja thalatha sagen, wenn wir diesen Vers vorlesen. Ja, ne? Das ist der Witz des Monats. Wir müssen jetzt, guck mal, das ist der klare Widerspruch. Das also, im Koran steht, La takulu thalatha. Sag nicht thalatha. Sag nicht drei. Damit ist Trinität gemeint, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jetzt sagen die, ja, aber du kannst ja gar nicht den Koran sagen und nicht thalatha sagen, wenn du diesen Vers vorliest. Mashallah. Da denkst du echt, du bist bei der Muppet-Show gelandet, ey. Und das hat jetzt bewiesen, dass der Koran nicht das Wort Gottes ist. Guck mal jetzt, jetzt kommt der nächste Knaller. Guck mal. Wie gesagt, wenn man keine Argumente hat, tut man so, als wenn man Mensch hat. Nächste. Wie kann der Koran in den früheren Schriften sein, wenn der Koran doch arabisch ist? Und dann schreibt dieser Schlauberger, ha, guck mal, ein ganz klarer Widerspruch. Ja? Im Koran steht drin, der Koran ist in den früheren Schriften, aber an anderen Stellen sagt der Koran, dass der Koran in arabischer Sprache ist. Aber die anderen Bücher sind ja gar nicht in arabischer Sprache. Haben wir gesagt, der Koran ist wortwörtlich, alles was im Koran steht, steht in den anderen Büchern auf Arabisch? Was bedeutet dieser Vers? Guck mal, und jetzt, was Max Henning, wie Max Henning diesen Vers übersetzt hat, nicht Muslim, Kafir. Der hat übersetzt, und wahrlich, verkündet ist er, der Koran ist verkündet in den früheren Schriften, das ist die Bedeutung davon, was auch die Sahaba sein. Das heißt, in den vorigen Schriften wurde schon gesagt, dass irgendwann der Koran kommen wird. Jetzt kommt der nächste Knaller, guck mal, nächste Logik, für die ganz logischen Menschen. So, Lot, bei Lot wird gesagt,
dass seine Frau zurückgelassen wurde. Und einmal steht, eine alte Frau wurde zurückgelassen. Das heißt, die wurde vernichtet. Die wurde auch gestört. Die wurde auch zerstört, ja? Und starb. Dann sagen die, guck mal, ist ja ein Widerspruch. Einmal steht Lots Frau und einmal steht eine alte Frau. Was ist die Erklärung dafür? Komm, ich will sie jetzt von euch wissen. Einmal steht eine alte Frau und einmal steht Lots Frau. Erklär. Richtig! Die Frau von Lot ist alt. War nicht schwer zu erraten, oder? So. Jetzt kommen sie aber mit dem nächsten Widerspruch. Wie kann denn Gott sagen, dass die Frau alt war? Das ist doch unrespektvoll. Mashallah, eigentlich alt ist in unserem Sprachgebrauch eine Beschreibung von einer Person. Aber vielleicht liegt das daran, weil in Deutschland eine Person, die alt ist oder in der westlichen Welt nichts mehr wert ist und ins Altersheim geschickt wird, dass deswegen das dann bedeutet, dass eine Frau, die alt ist, die ist nichts wert, deswegen hat Gott unrespektvoll mit der geredet. Außerdem war diese Frau eine Käfira, deswegen muss Allah auch gar nicht respektvoll von der reden. Punkt 2 dazu. Dann sagt er, und dann fragen wir natürlich, wie kommt es eigentlich, dass bei euch in dem Buch Jesus laut Johannes 2, Vers 4 zu seiner Mutter gesagt haben soll, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Das ist Respekt, MashaAllah, zu seiner Mutter, eine heilige Frau, was habe ich mit dir zu tun? Dann, jetzt kommt es weiter, unterschiedliche Antworten vom Volke Lots. Wie viele Kassetten haben wir noch? Okay, alles klar. Volk Lots. Ja, jetzt kommt wieder unterschiedliche Antworten. Ich will es nicht vorlesen. Es sind wieder andere Situationen. Dann kommt, hat Abraham die Götzen zerstört. Und einmal hat er sie nicht zerstört. Es sind andere Situationen. Ja, aber natürlich Intelligenzbolzen, die können das nicht unterscheiden. Dann kommt der nächste Knaller. Der nächste Knaller. Ja. Der Mond, sagen sie, die sagen, im Koran steht, wir haben den unteren Himmel mit Lampen geschmückt. Und damit sind die Sterne gemeint. Der untere Himmel. Und das sagt, Allah sagt im Koran, dass der Himmel 7 Stufen hat. Das heißt, die Sterne, die sind am untersten Himmel. Das heißt, dieses ganze Universum ist, inshallah, Allahu alam, nur der unterste Himmel. Und wir wissen schon, wie unendlich weit in unserer Forschung das unser Universum alleine ist. Ja? Jetzt sagen die, aber Allah sagt doch im Koran, وَجَعَلْنَا الْكَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. Und wir haben den Mond zu einem reflektierten Licht gemacht, da drin. Zu einem reflektierten Licht. Und da sagen die, guck mal, da drin, und dann übersetzen die falsch. Dann sagen die, wir haben den Mond in den Himmel, mitten in den Himmel zu einem reflektierten Licht gemacht. Dann sagen die, guck mal, wenn die Sterne, die Schlauberger, wenn die Sterne am untersten Himmel sind und der Mond ist inmitten der Himmel, ja, dann heißt das also, der Mond ist weiter entfernt als die Sterne und hat der Koran einen Widerspruch. Das Problem ist, nur nirgendwo im Koran steht, dass wir den Mond zu einem Licht inmitten der Himmel gemacht haben. Punkt 1. Punkt 2. Vielleicht ist diesen Menschen noch nicht bewusst geworden, dass die Erde rund ist, weil ja in der Bibel steht ja, dass der Satan Jesus auf einen Berg geführt hat und von diesem Berg hat Jesus alle Reiche der Welt gesehen. Das hätte natürlich nicht sein können, wenn die Erde rund ist. Weil dann kann er nicht von dem Berg alle Reiche der Welt sehen. Weil wenn die Erde rund ist, logischerweise das, was auf der anderen Seite der Erde ist, kann er nicht sehen. Und auch das, was in Südamerika ist, kann er nicht sehen, weil dann schon diese Wölbung eingesetzt hat, kann er nicht sehen. Aber vielleicht ist das denen entgangen, weil wenn wir sagen, dass der Mond, selbst wenn wir sagen würden, der Mond ist inmitten der Himmel. Selbst wenn wir sagen würden, der Mond ist inmitten der Himmel, ja? Okay, wir haben hier die Erde, erster Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel, vierter, ne? Richtig? Und hier haben wir auch erster Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel, vierter Himmel. So, wo ist dann der Mond? In der Mitte. Logik ist so schön, wenn man sie hat. Habt ihr verstanden? Versteht ihr? Dann ist der Mond sowieso in der Mitte, aber da steht sowieso nicht in der Mitte. Dann sagen sie, nee. Dann, wenn du sagst, ja, das heißt, da steht nicht in der Mitte, sagen die, doch, da steht in der Mitte, weil da steht da drin, Vieh. Ach so. Wenn ich sage, ich habe das auf dem Tisch, heißt das jetzt, das steht in der Mitte vom Tisch. Ist totaler Quatsch. Aber wie gesagt, was ist die Regel? Wenn man keine Argumente hat, dann tut man so, als wenn man welche hätte, wie ich schon gesagt habe.
Und es geht weiter. Guck mal, jetzt der nächste knallharte Widerspruch. Salomon hat mit Ameisen kommuniziert. Sure 27. Kann doch gar nicht sein. Man kann doch gar nicht mit Ameisen kommunizieren. Mashallah. Moses hat das Meer getrennt. Geht doch gar nicht. Wie kann man das Meer trennen? Jesus hat die Toten lebendig gemacht. Wie kann man das, die Toten lebendig machen? Jesus hat die Blinden geheilt, die Kranken geheilt. Mashallah, was für ein Widerspruch. Wir haben eigentlich gedacht, dass das ein Wunder gewesen wäre von Salomon, dass er mit den Ameisen kommuniziert hätte. Und übrigens ist von moderner Wissenschaft erwiesen worden, was der Koran sagt. Nämlich, dass die Ameisen, das ist ein Beweis für den Koran, dass die Ameisen ein kompliziertes System und fortgeschrittenes System der Kommunizierung haben. Dankeschön. So, dann. Nächste Vers. Nächste knallharte Widerspruch. Der Koran sagt, wo es Berge gibt, gibt es keine Erdbeben. Aber gerade da, wo es Berge gibt, gibt es auch Erdbeben. Ich sage, gib mir mal den Vers, wo steht, wo es Berge gibt, gibt es keine Erdbeben. Der Vers steht nirgendwo im Koran. Im Koran steht, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Wir haben die Berge, ja, große Berge gemacht und die Berge an anderer Stelle zu Flöcken gemacht, dass die Erde nicht mit ihnen wanke. Steht nicht Erdbeben. Erdbeben heißt auf Arabischen Zilzal. Zilzal ein Erdbeben, Zilzal mehrere Erdbeben. Das heißt, wenn du irgendetwas in den Koran hineininterpretierst, sagst, im Koran steht, und steht überhaupt nicht im Koran, ja, da können wir auch nichts dafür. Im Koran steht die Sonne ist eine Rakete, die man abgeschossen hat, steht aber nicht im Koran. Ja? Das heißt, du interpretierst was in den Koran rein, was gar nicht reinsteht, da drin steht. Aber was sagen wir dazu? Wenn man keine Argumente hat, dann tut man so, als wenn man hätte. Sondern es steht, damit die Erde nicht mit ihnen wanke. Und das hat damit zu tun mit der Plattentektonik. Und das ist von der modernen Wissenschaft bestätigt worden, dass die Berge dazu versorgen, dass die Platten nicht übereinander lappen und dass wir nicht mit diesen Platten einfach immer weiter rutschen. Jazakallahu khair.